kennt ihr den Kerl auch. Netter Typ. Und den begrüße ich als erstes. Grüß dich, Japaner. Hallo, konnichiwa. Dann haben wir unsere altbekannte und super nette Desi dabei. Grüß dich, Desi. Hola. Wir unser geliebtes und trotzdem gehasstes Großmütterchen. Hi. Hallo. So, die Joe kommt jetzt gleich nach. Wir starten schon mal eine Runde zu viert, einfach mal um warm zu werden, einfach mal um euch ein bisschen jetzt hier nicht auf für lange Leine zu lassen. Und da sind wir bei Secret Neighbor. So, damit begrüße ich auch im Chat den Punisher. Grüß dich, Punisher. Hi, Dark Gizmo. Hey, Culture. Und nochmal Dark Gizmo, Dark Gizmo, Dark Gizmo, Dark Gizmo. Und nochmal Culture. Hi. So, eigenes Spiel, Server erstellen. Bam. Servername ist crazy. Passwort kennt ihr. Alles klein. Und das Ding ist offen, ihr könnt joinen. Ich wäre in 10 Minuten da. Muss noch eben Haare föhnen. Ja, mach das, Joe. Wir starten schon mal ohne dich. So, der Japaner ist schon mal da. Wir muten uns jetzt gleich im Discord. Oh ja. Beziehungsweise wir muten uns jetzt im Discord, weil wir hören uns sonst doch nicht. Kurze Frage vorher. Frage. Wie suche ich einen Server? Ach doch. Das ist alles anders mittlerweile. Alles gut, hab. Hab. Ja, gut, dann sind wir jetzt in Game zu hören. So. Ja, nu, warte mal, wir machen mal eine Runde Zeitlimit 15 Minuten. Schlösser, die lassen wir auf 6. Wir sind ja inzwischen schon Profis hier. Schlüsselkarten ja. Ein. Richtige Profis. So, einmal ganz kurz für alle Nichtwissenden: Es gab ja jetzt im Update 4 und 5, gab es jetzt, seitdem wir nicht mehr Secret Neighbor gespielt haben, eine Menge Änderungen. Zum Beispiel die Kinder, die stehen jetzt auf, wenn die niedergeschlagen wurden. Das heißt, die verrecken nicht mehr so erbärmlich. Sprich, wenn man einmal genockt ist, muss man einfach nur warten und irgendwann kommt man wieder auf die Beine. Und im benutzerdefinierten Spielmodus, also im das, was wir jetzt auch spielen, kann man halt diese Knockout-Einstellung ändern. Also man kann sich aussuchen, ob man Auto-Wiederbeleben einmacht oder aus. Das seht ihr hier. Auto-Wiederbelebung ein oder aus. Ich lasse es mal ein, weil ich finde es eigentlich ganz cool. Wenn man mal irgendwo runterspringt oder runterfällt oder so, ist das Spiel nicht direkt vorbei. Man kommt irgendwann wieder auf die Beine, solange einen der Nachbar nicht findet und noch ein Kind überlebt. So, dann haben wir hier noch folgende Änderungen wie... Der Nachbar, der kann jetzt, wenn er als Kürbis verkleidet ist, nicht mehr durch irgendwelche Wände grapschen. Funktioniert nicht mehr, finde ich gut. Ist realistisch. Und dann hatten wir noch... ja, das sind alles so Kollisionsabfragen, die geändert wurden. Der Hilfemarker verschwindet nun wie vorgesehen, nachdem ein geschlagener Spieler ein Match verlassen hat. Dann haben wir noch die Metalltore. Der Nachbarn befinden sich jetzt zu Beginn des Spiels in zufälligen Positionen. Also die können entweder geschlossen oder geöffnet sein. Ihr wisst schon, diese ganzen Metalltore in dem Haus, wo eigentlich der Nachbar darauf zugreifen kann. Dann haben wir noch eine Änderung. Moment, da muss ich auf den zweiten Reiter gehen. Da haben wir es. Das Problem, wenn der Nachbar irgendwann mal Schlüssel bei sich hatte oder Keycards oder sonst irgendeinen Bums, und der Nachbar wird dann von den Kindern zerfetzt mit Kürbissen oder sonst irgendeinem Kram, sprich, der wird totgeschmissen, dann wurde jetzt das Problem behoben, dass die Sachen random irgendwo aufgespawnt sind. Also die verschwinden jetzt nicht einfach und tauchen irgendwo anders wieder auf. Ich denke mal, das ist damit gemeint, dass die Sachen, die der Nachbar dann fallen lässt, tatsächlich an dem Spot auftauchen, wo er abgenippelt ist. Auch ganz interessant. Denn wenn der Nachbar mit Schlüssel rumrennt, die den Kindern noch fehlen und der dann kaputt gesmasht wird, ist er eigentlich selber schuld, weil dann haben die Kinder direkt alle Schlüssel. Und der muss ja erstmal spawnen und der muss ja erstmal aus seinem Kabuff da unten raus und ja. Die Abklingzeit von Inspiration des Anführers, sprich das, was die Joe immer spielt, ist jetzt auf 20 Sekunden verringert. Das ist ja echt Mist.
Naja, eigentlich wurde sie erhöht, weil so konnte man eigentlich als Anführer immer schön diesen Buff rausknallen und alle Kinder sind in ihrem Umkreis schneller gelaufen. Das ist jetzt so, dass es 20 Sekunden erst später wieder eingesetzt werden kann. Dann haben wir noch irgendwas, wenn der Nachbar das Spiel verlässt, dann so und so, aber das kommt bei uns ja nicht vor. Das ist auch noch ganz wichtig, also wenn ein oder generell irgendjemand einen Schlüssel oder sonst irgendwas findet, dann gibt es jetzt einen deutlicheren Soundeffekt. Der ist wahrscheinlich einfach nur besser zu hören. Mir ist es gestern nicht in der Proberunde aufgefallen. Und es wird deutlich hervorgehoben. Also man sieht, wenn man jetzt über den Schlüssel fährt mit der Maus, also dieses Mouse-Over-Ding, man sieht's, man kriegt's mit, man übersieht weniger. Und was jetzt auch noch drin ist, das ist ganz interessant für unseren Punisher, für unseren Großmütterchen, es können jetzt Töpfe gebaut werden. Und zwar Töpfe, so ein Kochtopf mit Taschenlampe. Ich habe so ein Ding noch nicht gesehen. Ist ja geil. Auf jeden Fall hat er eine Haltbarkeit von 2 Treffern, sprich du kannst dem Ding 2 Kürbisse am Kopf knallen, bevor das Ding tatsächlich verschwindet oder kaputt ist. Und die kann man auch herstellen. Und ein Repair-Hammer kann man jetzt auch für ein Gear, also für ein Zahnrad herstellen. Wofür man den Reparaturhammer braucht, weiß ich jetzt noch nicht. Wahrscheinlich kannst du damit kaputte Kochtöpfe und sowas reparieren. Ich weiß es nicht, aber das kann der Punisher ja für uns rausfinden. Der ist der Mann vom Fach. Kann ich machen. Und damit würde ich sagen, drück doch mal ready, da machen wir unsere erste Runde. Ja. Auf geht's. Ich hoffe, ich bin nicht der Nachbar. Da hat sich jemand die Hände gerieben, ich hab's gehört. Ich gestehe. Bitte nicht. So, Update, Joe. Dazu, also dass, daraus schließe ich, dass die Haare geföhnt sind. Schakal. Einer ist weggerannt. Eigentlich sind wir zu zweit weggerannt, weil ich bin genau hinter Punisher. Nein, Nummer 3 ist weggerannt. Was? D. Irgendwas mit D. Daisy. Lass mich nicht allein bei Crazy Punisher. Viel Spaß. Ist ja eigentlich immer Halloween in diesem Game, Alter. Ah, die Daisy ist halt schon wieder so mysteriös still. Da ist eine Karte oben drin. Jupp, gesehen. Gib der Taschenlampe. Oh. Ah. Ja, ich bin aber jetzt ein bisschen voll. Meine 3 Plätze sind, Huch, mit Namen? Oh, das habe ich, jo. Schön, dass du mich darauf hinweist. Wäre mir sonst gar nicht aufgefallen. Also, ein Topf mit Lampe kann ich bauen. Ja, den würde ich ja tatsächlich gerne mal sehen und was das Ding dann bringt. Top habe ich schon mal. Ich habe gerade auch eine Lampe gesehen, Mann. Ich habe 2, wenn du eine Lampe brauchst, dann gebe ich dir eine Lampe. Grüß dich, Stevie Salmon. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ey, was hier einfach so eine Puppe rumliegt, das finde ich so krank insane, ey. Ich höre Stimmen, wo seid ihr? Ich höre Stimmen, wo seid ihr? Hat jemand darauf geachtet, welche Farben wir brauchen? Alle. Oh, okay. Wie viel lange nicht mehr gespielt? Ey, ich muss erstmal. Ey. Okay, 2 gelbe, 3 rote. Hier ist eine Keycard. Wie soll denn das aussehen? Achso, ist hier noch eine 2. Tür? Ich
Also so Topf und Lampe in meinem Inventar bringt mir nichts. Das ist schon mal gut zu wissen. Ah, der Nachbar war schon aktiv gewesen. Die Türen sind schon offen. Die Körbe sind rotten. Nee, dann hast du aber nicht zugehört. Die sind random, offen oder geschlossen. Das sind jetzt so... Echt? Bei dem neuesten Patch. Ja, ja, die sind jetzt random, offen oder geschlossen. Ach, krass. Na, dann werden die wahrscheinlich auf dem Dach rumgammelt. Nun... Es sieht doch so geil aus, die Kürbisse, die sehen so, so alt und so vergammelt aus. Tatsächlich fällt mir doch gerade das auf. Ja, die sehen so aus, die sehen nicht mehr ganz fresh aus, die rotten gerade. Bin mal gespannt, was ihr zu Weihnachten nehmt hier. Hey. Das spielst du das kaum mal irgendwie ein, zwei Wochen nicht oder was? Und dann weißt du schon nicht mehr, wo die ganze... Ich habe auch keine Ahnung, wie das... Hä, warum ist denn hier ein Stuhl? Was ist denn hier Fasse? Keine Ahnung. Hast du heimlich geübt? Nee. Ich habe hier noch nichts gefunden. Was ist das? Wenn er mir blüht, hat ein Kumpel von mir. Oh, ach da. Nein, ich hab ihn nicht. Er ist tot. Bam! Oh nein, 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 nein! Bam! Hol ihn dir, schnell! Mario liegt so viel Shit! Oh shit! Nein! Na, was soll ich machen? Tschüss. Böser Hund. Sieh ja! Könnt ihr hören? So kann das gehen, ne? Scheiße, Mann. Das ist einfach ausradiert. Aber der Moment, wo ich mich verwandelt habe, war gut. Ja, das war... Ich wollte eigentlich meine Beine wieder in die Hand nehmen. Nochmal, oder was? Ja, ich weiß nicht. Wo ist denn... Ich guck mal kurz im Discord, ob da die Joe... Wo bleibt denn die Krulla? Das waren jetzt 10 Minuten, ne? Ich dachte, die wollten nur ihre Haare föhnen. Das sind ja schon 15 Minuten. Nee, nee, da kam noch Update hinzu. Da hörte mir eigentlich überhaupt gar nicht zu. Hier war irgendwo mit Zähneputzen und so, keine Ahnung. Oh yeah. Baseball-Time. So geil. Ach, Schüssel, ich hab noch gar nicht in den Shop geguckt. Ich geh mal ganz kurz aus der Lobby raus. Da ist nichts Spannendes drin. Oh Gott, wer knistert denn da so? Da ist irgendein Random drin, glaube ich. Aber wie? Na, wer ist denn jetzt hier der Serverinhaber? Kick ihn mal raus, ja. Ah, oh, es tut weh. Kick ich ihn raus. Keine Ahnung. Haha! Der Arme, kann mir auch fast leid tun. Wie zur Hölle ist der hier reingekommen? Na, das geht. Wenn der Server-Host, der eigentliche, jetzt gerade verlassen hat, gibt es kurz zur Zeit, hier rein zu joinen. Aua. Ein Eskimo. Was? Das ist Kenny, Alter. Na, der Gizmo ist gut. Habt ihr gelesen? Der Joe mal eben eine Friedenstaube herüberreicht. Wegen dem letzten Conan-Stream.
Ja, der Gizmo hatte die Joey auch voll auf dem Korn, so. Natürlich liebevoll. Also, ne? Bei mir hier gibt's keine Feindseligkeiten. Wir knallen uns zwar gegenseitig immer irgendeinen Bums an den Kopf, aber ist alles lieb gemacht. Japaner. Silipitin. Klick doch mal auf mein Zahnrad neben meinem Namen. Ich kann nicht nur klicken und muten, ich hab's schon versucht. So. Hi, Joseph. Opa. Guck mal, wer der ist. Na? Lejo. So, Zähne geputzt, Haare geföhnt. Ja, alles erledigt. Sieht jetzt gut aus. Hintere Ohren nicht vergessen. Ja, sorry Leute, ich hatte einen langen Tag, ich bin von der Zahn gekommen und ich muss noch duschen. Alles in Ordnung. Crazy, hast du meine Stream-Einleitung gelesen? Moment. Jetzt geht es wieder rund. 5 wilde Kids suchen einen Spion, mehrere Schlüssel für eine Kellertür. Es werden wohl wieder Kürbisse geworfen, ohne Rücksicht darauf, wer getroffen wird. Hin und wieder könnte auch neckische Absicht dahinter stecken. Der Spaß und der ein oder andere Lachflash sind vorprogrammiert. Also, liebe Zuschauer, deckt euch reichlich mit Verpflegung, Knabberzeug, Lakritze, Tee, Energy Drink oder so ein. Geht nochmal auf den Topf zur Vorsorge wegen der Lachattacken und amüsiert euch. Viel Spaß. Ja, Gizmo, hab ich. Jetzt. Ja, jetzt gerade, ja. Ready drücken hier, zack. Die Namen. Ah. Hast du jetzt nochmal gerade was an den Schlüsseln umgestellt? Ich hab nicht geguckt. Ja, wir haben vergessen, die Namen auszuschalten. 6 Schlüssel, 15 Minuten. Wie gesagt, wir haben alles komplett voll verrafft. Jo. Kennen wir. So, ich bin's nicht, ist klar. Hallo, Schief! Ah, ich hab's vermisst. Ja, ich auch irgendwie. Ey, ich hab auf dich noch nicht geworfen. aber gleich auf mich. Auf mich hat sie gleich geworfen, ja. Hey, das geht jetzt wieder so blöd los. La 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 la. Schnissel! Zack! Geil! Was denn? Ja, nix, was hier die Tür ist. Ach so. Ich freu mich gleich. Da ist schon jemand. Ey, ich muss erstmal voll in dieses Game wieder reinkommen, ey. Geil, Schlüssel! Alter! Voll krank, Mann. Die Job hilft dir wieder! Dieses! Was? Au! Warum? Weil du mich vorhin abgeworfen hast. Und was dann? Ach, da geht die Liebe wieder los. Au! Schützt mich. Fick dich doof. Fick dich nicht. Ey! Language und so. Entschuldigung. Autsch. Ey, man merkt, wenn Joe da ist, er kriegt immer irgendwas an den Kopf. Das ist doch nicht normal. Oh, ihre. Oh, ich hab einen Schlüssel gehört. Ja, ich auch eben unten, aber ich hab keinen gesehen. Ah, meine Nase. Was soll ich denn mit so viel? Die Tür ist ja immer noch da. Ja, keine Ahnung, wofür diese Tür überhaupt wirklich da sein soll. Den Schlüssel habe ich bis hierhin gehört. Das Update greift gut ein. Das ist echt die Frage, die sich. Zahnräder zum Großmütterchen. Nein, der will mich töten. Yeah! Das wollen wir? Ich kann meine Keycard ziehen, ich kann meine Keycard. Hä? Boah, geht ab hier mit dem Schlüssel. Achso. Geht ab! Ach so. Geht ab. Oben auf dem Dach. Am Boiler. Freibier! Ja, oben im Dachgiebel. Hoppala. Jetzt komm schon.
Solche Fragen stellt nur der Nachbar. Vielleicht ist Joe der Nachbar. Die böse Nachbarin. Jetzt lasst mal die liebe Joe in Ruhe. Nach circa 5 Minuten ist auch wieder Schluss damit, dann dürft ihr wieder. Also, ja. Hat da noch gar keiner was gesagt? Crazy. Komm mal nach ganz nach oben. Wo bin ich? Warum? Ich hab zu viele Schlüssel. Alter! Ich könnte ja heulen. Ganz nach oben, Crazy, ganz nach oben. Zum Tanker soll ich mit einem Hammer, Mann. Ich glaube, die Idee hat schon wieder diesen gewissen Unterton. Hast du sie gefunden? Die Schlüssel? Nein. Nö. Die liegen hier. Komm zu mir. Folge meiner Stimme. Folge meiner Stimme. Hab ich alle gefunden. Ich langsam auch. Deswegen, ich blitz schnell. Volkadiradi. Ah, oh, Alter, fast wieder drauf. Schissel. Irre. Irre. Ja. Sauber, Alter. Okay, das war was nicht. Wo bist du? Die Tür unten ist offen. Bleib jetzt hier, weil... Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Ja, wa? Ich hab's doch gesagt. Ich hab's gesagt. Hey, ich bin verwirrt. Oh Gott, ich bin froh, dass sie mich vorher nicht umgebracht hat. Bitte, komm nicht hier. Gut, Joe. Lauf einfach, lauf einfach, Mann. Frag nicht. Lauf, frag mich. Lauf, lauf, lauf. Oh Gott sei Dank, ey. Sehr schön. Wo ist Joe, Alter? Bam, Junge. Bam. Für alle? Irgendjemand kam da hinab. Ja, Joe? Nein, ich war's nicht. Natürlich. Oh, tatsächlich, nein. Das war keiner. Nein, doch, ich war's nicht. Ist Joe? Ah, doch, Joe, steht da. Joe. Joe, was ist los, Joe? Nachträglich zu verarschen, verstehst du? Nicht davon so. Player Names sind oft solche Zeit. Aber immer weiter, alle verloren. Ich würde aber die Zeit kannst du ändern. Die Zeit ein bisschen länger stellen, ja. Geht auf 30. Jungs, so gut? Ja. Namen aus? Sind aus. Sind. Das Auto-Revive ist dann das, was wir gestern schon hatten, ne? Dass du wieder aufstehst. Genau. Start. Jetzt, diese Runde vertraue ich Emil Mistress, Robin in der Kiste. Du darfst hier niemandem vertrauen. Ich dachte, das hättest du schon... Du kannst zwar ein Vertrauen, aber sehr viel Misstrauen. Sie macht's immer wieder, sie macht's immer wieder. Ach ja. Alter, diese Hupe. Ja, knapp. Warum ist hier ein Schatten? Pass auf, du wirst beschmissen. Da. Was? War das crazy? Au! Autsch! Oh, au! Was denn Mist? Was macht ihr da? Keine Ahnung. Stirbt es? Warte, lass es sterben. Nein! Oh, sorry! Du bist es, Crazy! Da. Oh, der hat sich mal verwandelt! Ach, krass! Romanji ist es! Ja, ne? War er's? Okay, ich hab'n Schlüssel! Mission erfolgreich! Möchte jemand mitlaufen? Wohin? Ich hab
Okay, cool. War es jetzt wirklich, ja? Ja, sicher. Täter ausgemacht. Hat sich direkt wieder verwandelt. Alter, geil. Wir haben das Spiel schon so oft gespielt und ich verlaufe immer noch. Ich auch. Schon mal mitgekriegt, die Tür öffnet sich ziemlich bekloppt. Ja, voll kacke. Da wo die Gefängniszellen sind, ist auch ein Schlüssel. Die patchen alles raus, nur nicht das, was sie sollen. immer das Falsche. Alter, geht das jetzt schon wieder so los? Alter. Du, dachte ich. Wie viele rote Schlüssel gibt's denn eigentlich hier? Hau ab! Lass mich bloß in Ruhe. Braucht da wer Hilfe? Hat er schon. Ist er tot? Hä? Ich fühle mich so allein. Alles gut, ich bin hier. Und lauf mit der Dreierkarte. Manager! Wer ist denn das jetzt nun? Ja, Japaner. Japaner. Du musst nur wissen, dass ich es nicht bin. Gut. Alles andere ist erstmal irrelevant. Dennoch würde ich mich über eine schöne Schrot freuen. Oh ja. Krieg hoch. Crazy. Wie viele Schlüssel hast du? Ah. Warte. Zwei. Ich auch. Welche Frage? Ja, lass mal los. Lass mal los. Blau und gelb. Blau und gelb. Zwei rote. Nice! Oh, da unten läuft was! Da unten läuft was! Das ist er! Nein, das bin ich! Oh shit! Punisher! Lauf! Da hab ich gefasst! Komm her, komm, wir können einen Deal aushandeln. Lauf! 50-50! Run for your life! Scheiße! Bring me that! Oh, er hat mich! Oh. Oh. Mach den Japsen fertig! Komm her! Könnt ihr mal auf eine fucking Kreiszerell verflucht haben? Hör auf, mich anzuwerfen! Stirb! Hört auf den Erwachsenen! Du bist und böser! Gender! Die ist nicht erwachsen! Wo ist Crazy? Lebt er noch? Keine Ahnung, ich hab ihn schon gar nicht mehr gehört. Oh Gott! Oh, er lebt noch. Ja. Wir haben ihn gerade gekillt. Ehre. Ehre. Das zweite Mal Folge, ey, nice. Papier, ich geb dir Süßigkeiten. Ich hab das hier. Papier. Ja. Sau. Papier, ich fress dich nicht.
Oh, Judy Ernst ist draufgegangen. Jo, leider. Ich hab mich geopfert für die Gruppe. Warum machst du so einen Scheiß? Warum machst du so einen Scheiß? Ich glaube, das war bestimmt nicht freiwillig. Wenn das nächste Mal einen von euch hat, ich lauf weg. Ich hab dich sterben gehört, aber du warst eine Etage tiefer als ich. So ein Mist, ey. Hast du eine Möglichkeit, etwas zu kaufen? Oder einen Charakter? Aber da muss ich wieder aus der Dings raus, ne? Kannst du doch machen, du bist ja nicht Anführer, das ist ja nicht schlimm. Ja, aber dann finde ich wieder diesen Server wieder nicht mehr. Du bist voll leise. Ja, kannst nicht ändern, also. Haben wir nichts mit? Führe doch dein Mikro ein bisschen näher an deinen Mund heran. Ist es schon. Wir wollen deine zärtliche Stimme hören. Gleich, ey. Hihi. So durch die Mikro die Hand rausgekommen, so. Meta eventuell später. Oh. Kalcha? Candela? Das hat kein Internet. Sashi kommt nicht. Und, weiß ich nicht. Den Chef habe ich auch mal gefragt, der hat aber noch nie geantwortet. Au! Ich hab nur meinen Job gemacht. Autsch. Hör mal, wer ist denn da hinter mir? Meine Joe, ey. Ey, hoffentlich bist du das nicht jetzt. Das werde ich ja sehen, wenn sie mich jetzt abmucks. Palästinenser. Scheiße, mit Reis. Kackfenster, ich mir auf den Sack hier. Erzähl. Kam dann auf mich zu und hat was auf mich geworfen. Mist. Ich habe den Nachbarn gehört. Okay.
Wo bist du, Daisy? Bassgitarre, das Badezimmer. Was? Und jetzt die Treppe hoch. Die Treppe mit der Doppeltür, mit der 1. Das ist sehr strange. Oh, ich hab ihn. Oh, hey. Mach ab! Es ist nicht der Japaner! Es ist Großmutter! Oh Gott, er hat mich! Wo bist du? Ich hab dich! Ich hab dich! Ich krieg dich nicht! Natürlich, welcher Kranke hat denn hier alles vorgeschmissen? Nee, ich hab da was vor gerade. Hey. Das war. Ja, es ist Großmütterchen. Kiros, was das wieder da? Oh, gleich hat der Knache. Nee. So, ich hab die Großmutter mal weggenockt. Ja, dann komm. Scheiße! Was? Brauchen wir nicht, wir brauchen Geld. What? Glaub nicht. Ja, jetzt hab ich ihn weggehauen. Schön. Du hast gesagt, wir brauchen ihn nicht. Nee, ich such gerade. Oh. Ah, Gott! Ah! Joe! Wo ist er? Da ist ein Bart drin und der ist da hinten raus. Crazy, er kommt gleich rechts durch die Tür. Durch das Gitterding hier, ganz sicher. Dann bleib bei uns. Scheiße, Mann, wir müssen hier durch. Hier ist noch gar nicht offen gewesen, Leute. Niemanden? Mach die Tür hier mal zu hinter dir. Natürlich, Eure Majestät. Komm jetzt. Das Mutterchen hört sich Stärkung. Er ist oben. Scheiße, mit der Reihe. Oh Gott! Geh weg! Hilfe, Leute! Verstärkung! Katze Papa! Raving Tango braucht Verstärkung! Wiederhole, Raving Tango braucht Verstärkung! Melden Sie Ihre aktuelle Position! Er ist hochgegangen! Ich rede, nicht doch! Da draußen ist er gerade umgerannt. Kiros, wird das auch hier?
Oh, Scheiße! Entschuldigung. Wo seid ihr? Einer von uns schafft's, oder was? Naja. Versuch's mal. Ich fäng ihn ab. Mach auf. Lauf, lauf, lauf. Ah! Lauf raus. Bist du raus? Oh ja, stimmt. Ich konnte Daisy nicht retten. Ich bin nicht rausgekommen. Also mir fehlt jetzt mit mir ein Handpunkt. Ich konnte Daisy nicht retten. Naja, er ist rausgekommen. Ah, ja. Tut mir leid, ich habe alles versucht. Nein, war doch okay, ich habe doch gesagt, versuch's. Voll fünf, ey. Das war eine sehr schöne Runde. Hm. Ein paar ist ja voll begeistert. Großmutterchen konnte so nicht reagieren, wie sie es immer getan hat. Jetzt ja, hat Großmutterchen... Warte, warum hast du unten das Zeug vor die Tür gelegt? Das habe ich, ehrlich gesagt, gar nicht dahin gelegt. Dürfen. Von gestern. Du hättest das Bild nicht zeigen dürfen. Jawohl. Ja, ja. Was ich sagen wollte war, Großmutterchen, hast du denn dein Doppelherz nicht genommen? Was nicht hast genommen? Hast du dein Doppelherz nicht genommen? Wie doch? Was für ein Herz? Kennst du nicht Doppelherz, die Werbung für ältere Menschen? Na, egal. Das ist, glaube ich, so 19. Okay. Entschuldigung. Joe's hier, das heißt also. Yo, Flo, schön, dass du da warst. Viel Spaß. Gibt's einen Baustoff für mich? Da liegt ein Zahnrad auf dem Regal. Ich misstraue dir zutiefst. Wem? Mir? Crazy, weil entweder ist es jetzt crazy oder es ist easy. Ja, komm, Joe. Kann nicht sein, weil ich vorhin gerade erst war. Punisher. Punisher. Ich doch auch. Punisher. Der Japaner ist es. Alles klein. Ey, sag mal. Gleich bist du dran aufgebaut. Schöne nette Leute hier. Freundlich, freundlich. Ast rein. Total tiefen Snipeshot. Und denn? Gerne wieder, oder was? Was? Hi. Hi. Ja, aber wer ist es denn jetzt? Ich dachte, was ist das denn? Kommt das aus? Wahrscheinlich. Mein Gott! Yes. Ey, hinter mir! Hilfe! Oh. Alter, ist erwischt. Ich weiß nicht. Ach, komm her! Oh, ich hab's grad so geschafft, Alter! Joe! Oh, sorry, Joe! Hilfe! Hilfe! Nein! Ich geh da immer selber rein. Das kann man als Schild benutzen. Ah, okay. Wer ist es denn jetzt? Daisy. Wer ist denn? What? Oh! Au, au, au! Oh, Entschuldigung! Tripp runter! Super, Leute, super! Bist du echt? Oh! Ihr seid derselbe, bist! Warte, lass mal zusammenbleiben jetzt. Ist schon tot. Wer ist es denn? Romaji. Keine Ahnung, geh nicht. Schon wieder der Japaner? Warte mal, da hinten lag noch. Nee, ich hab die auch gesammelt. Hast du die hier drin? Achso, nee, die hab ich nicht. Hier liegt auch noch eine. Ich hab sie. Ich schmeiß mal die rein. Panischer haut immer auf mich die Kürbis statt auf ihn. Ich bin tatsächlich sehr erstaunt, dass ich noch nicht geworden bin. Ich allerdings auch. Ich hatte eigentlich extra nicht gerechnet. Weil du Achtung! Aua! Komm mal da raus, komm mal da raus. Hör auf, dich zu mobben! Leute! Ja! Oh, was? Ah, ich hab ihn zu mir
Bleib da mal dort! Wo ist die Sau? Weggelaufen. Nee, der ist hier im Raum. Warum läufst du denn noch hinterher? Verdammt nochmal! Schlimmer als Bienen, ey! Ich in Ruhe! Schlimmer als was? Oh, ihr habt mich! Oh Gott! Oh, komm schon! Weg, 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 Leute! Schon! Blödes! Da! Fress ja. Dich! Ah! Da! Frustration! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da war doch mal das ist ja Mobbing, ey! Ja. Stress, Alter! Stress! Das war purer Stress! Ich krieg dich und dann bist du tot! Hat dir jemand verloren? Ich kann es. Nee! Was ist? Im Sportraum ist beispielsweise noch eine. Also eine Schüssel. Ja, was für eine Clownsfiesta, Alter! Ja, ich habe nur noch 3 Keycard. Wir machen den Japaner platt, Japaner platt, Japaner. Wir können auch starten. Das war schon mies gerade, er hat ja überhaupt keine Chance gehabt. Aber ich kann mit so viel Aggressivität nicht umgehen. Oh. Goldig, oder? Oh, ein Schlüssel. Hat Großmütterchen sein Doppelherz mit Baldrian verwechselt? Ja, Gizmo, das sind deine Baldrian-Reste, die du hier mal im Chat verteilst. Über oben gucken, oder war da schon jemand? Ich bin gerade drin. Ja, oh. Irgendwo hat sich hier was verloren. Ach, ich kann... Der rennt als Kürbis rum, Alter. Übrigens, meine Damen und Herren. Kürbisse, die sehen alle so vergammelt aus. Das heißt also, sie rotten auch. Das heißt, bis Weihnachten sind die weg. Ja, stimmt. Und es kommt Weihnachts-Content. Ich bin gespannt schon, was da kommt. Vielleicht schmeißt mir auch den Weihnachtsmann umher. Bin ich wirklich schon gespannt, was sie da machen wollen. Ich hab 2 gelbe. Ich würde jetzt zur Tür gehen. Ja, los. Dien ist zu. Ja, komm her. Upala. Tschüss. Autschen. Wo seid ihr? Da bin ich. Auf dem Dach. Komm her. Hier kommst du. Was? Also wir sind unter dir. Wo bist du? Oh Gott, lauf! Oh nein! Böse Waffe. Lass ja die Knarre stecken. Du hast mich getroffen. Sorry. Du hast mich getroffen. Ach, scheiße. Versuch mich alle noch. Wieso hast du mich getroffen? Ja, weil ich versehentlich an ihm vorbei. Ich dich kann dir nicht helfen jetzt, ne? Kann dir nicht helfen. Ja, ja, ja. Nein! Ich hab keine Schuss. Ich war mir so sicher, ich treffe ihn. Was? Du hast voll Joe abgeschossen. Deswegen war ich ja irgendwer hat mich erschossen. Ja, ich hab Joe erschossen, ich weiß. Und Joe hat mich sterben lassen. Aber warum machst du sowas? Ja, dann war's verdient. Also bis eben war ich noch freundlich. Oh, du bist ja fies. Ich werde dir nie wieder einen retten. Oh nein! Ja, ich komm! Piranha! Kann ich! Ah! Oh, Alter, er räumt alles ab, ey. Er räumt alles ab! Ja. Hat er sich ich verdient. Bingo! Hat er sich verdient. Oh. Ja! Also ganz ehrlich, Japaner, das hast du dir verdient. Und Joe, sorry, ich hab dich erschossen. Ja, voll erwischt. Aber auch nur, weil das Ding ist ganz haarscharf, ganz knapp an dem blöden Clown vorbeigescheppert und dann mitten in dein Gesicht so. Das war, ja, das war mit dir Kürbis von auch. Das war sehr nice. Das war witzig. Das war sehr witzig. Das sowas ist das so. Aber Jesi, eine Sekunde zu spät. Also ich hatte nichts zum Werfen und da war die Tür im Weg. Ich hatte halt auch nur 2 Schlüssel zum Werfen. Ja. Das war... Warum kann man den Nachbarn nicht generell werfen? Ich werf's nicht. Hoch hingenommen und weggeschmissen.
nur Punching Ball. Ich vermute jetzt tatsächlich ganz stark. Ey! Was? Das ist einfach verdient, du hast mich gerade erschossen! Ja, aber offensichtlich, Mann, du. Als hätte ich sogar gezielt. Aber ist ja nichts Neues. Oh Gott, er hat mich Doppeltür 1er. Wer ist es denn? Keine Ahnung. Ich hab die Karte geschmissen, ich Idiot. Wer ist es denn? Auf jeden Fall ist er jetzt tot. Immer die Joy. Boah, Daisy, du hast echt Glück, dass ich hier vorbeigekommen bin. Mittlere, genau. Ehre! Haben wir einen Plan? Oh, hier, Radar angemacht. Was für ein Ding? Joe hat das Radar angemacht. Ach, da ist er, Joe. Jetzt kann ich sie eigentlich töten! Stürm! Oh, lass sie liegen, warte. Schön. Ah, ist das gemein, ey. Ey, Alter, ich hätte das jetzt echt nicht gedacht, was das Joe ist, ja? Schon wieder verwandelt? Das erinnert mich irgendwie an Freitag, der 13. Ah, geil! Nee, was? Ich dachte, du hättest... Shit. Nee, leider nicht. Wann gibt's hier irgendwo Shit, was man hier brauchen kann, Mann? Hier ist ein Zahnrad. Da freut er sich. Wo ist ein Zahnrad? Hier. Oh ja, Ehre. Hinter dem Kürbis. Ehre. Hinter dem Kürbis? Ja, oben auf der Kommode. Genau hinter dem Kürbis. Oh, er lädt sich auf. In der Küche. Ja, über uns. Ich sehe das. Küche? Ich hab ne Zweier. Ich auch. Na denn, auf geht's! Warte! Warte auf mich! Da war noch. Hier ist noch ein Zahnrad, Alter! Neben dem, siehst du, neben dem Pott, was auch immer das sein soll. Ja! Hier oben! Gott, ich glaube, ich verbrück das ja! Ja! Wenn du eine Shotgun bauen kannst, sag Bescheid! Und noch eine! So, Jungs, Mädels, wo seid ihr? Warte. Komm her. Kann losgehen. Auf die Kacke. Party time. Hier schon noch dran. Zack. Zur Hölle ist das egal. Wieso teils? Was ist denn das? Ich bin Kinderriegel, renne ich wie eine V8, Junge. Oh, da scheint. Nein. Was machst du denn da? Die ist schon offen gewesen. Was soll das? Dich meine ich, alles gut. Das war tatsächlich das erste Mal. Na? Du bist das. Ey, hör auf zu schmeißen, Alter. Was passt bei dir? Auf dem Dach wurde Asche, by the way. Sehr ungesund aus. Da. Ich hab doch eine Dreierkarte, die kann ich irgendwo reinstecken. Ach, guck mal, der Punisher. Der Punisher hat die... Oh, echt?
Aua. Hier liegt ein Red Hat Schlüssel. Noch einer? Was? Weißt du, ich vorhin habe noch mehrere gefunden. Also ich habe den du gerade meintest, aufgesammelt. Ach so. Oh, unten wird gepackt. Unten wird jemand gepackt. Unten liegen zwei Tote. Scheiß. Ey, da müssen wir direkt hin. Zwei Daune. Ja, auch. Hilf mir. Sie ist böse. No! Oh, 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 oh. Böse. Ich falle. Ich falle. Oh, Gott sei Dank. Okay, eines von den beiden war der Nachbar. Ich hab's geschafft, ich lebe noch. Ey, Punisher. Geh zu, ganz leise. Ich hab rot, rot, blau, gelb. Was hast du? Gold. Sehr gut, lass uns runter. Jo. Da, hier, guck mal hier. Ey. Punisher. Nimm den mit. Was ist denn da? Ja, hier, der goldene. Ich hab den doch schon. Hä, hier liegt noch einer. Guck. Lauf! Hey, das ist ein... Einfach nur laufen! Ich hab doch einen goldenen. Ja, aber nimm noch einen mit. Geht doch nicht! Ach so. Ja, dann komm. Den holen wir nachher. Desi? Japaner? Ja. Wo seid ihr? Küche. Welche Küche? Oben die. Die große, ja. Was scheiße. Japaner? Scheiße. Hilfe! Hilfe! Scheiße! Bam! Und ich hab noch drei Schlüssel auf Tasche. Ich hab die Shotty mitgenommen. Ist er nicht da? Wo ist er? Eiskalt vorbeigerannt. Eiskalt vorbeigerannt. Ja! Hast du das gesehen? Von oben. Hinter gesprungen. Boah! Kennt ihr diesen Moment, wenn die Tür auf ist und du kriegst so einen Herzinfarkt? Ich wünschte, man könnte es hier so einstellen wie bei Friday, dass du halt zum Beispiel auch sagen kannst, ich will nie der Nachbar sein. Bei mir macht es echt keinen Spaß. Ich spiele tausendmal lieber als Kind. Aber ja, ist bei mir auch so. Wird es das geben? Ich habe eine neue. Nee, ich habe eine gute Neuigkeit für dich. Du bist jetzt nicht der Nachbar. Ja, das war's. Ich hoffe, ich bin's auch. Nee, das stimmt, aber der Nachbar ist zu schwach. Also, wenn du drei Kinder gegen dich hast, du hast quasi keine Chance, wenn drei Leute. Ich habe eben gemerkt, als ich dran war. Da müssen sie irgendwas machen. Müssen ihn einfach so schneller machen. Oder mehr Leben hast oder so. Oder nicht müssen einfach schneller machen. Ausgenockt wirst. Wenn er allen Würfen ausweichen kann, treffen sich die Kinder gegen. Ganz schlecht ausweichen als Nachbar, weil du sie schwerfällig bist. Ich lasse meiner von der Schusswaffe aus. Ja, Lisi, vor dir habe ich auch immer Angst, wenn du Nachbar bist. Du machst so psch. Garo. Ja, geh weg. Ja. Ja, geh weg. Ja. Ja, geh weg. Ja. Das könnte der Spruch der Woche werden. Ja, geh weg. Ja. Ey, warte mal, was ist das eigentlich? Das ist doch mit Sicherheit so ein Easter Egg oder so. Oder so ein... Tot. Keine Ahnung, was soll das sein? Ach, bestimmt... Keine Ahnung, das kann auch ein Überbleibsel von Halloween sein. Gibt ja auch immer noch diese Tür oben, wo man nicht weiß, was ist damit. Oh Gott, oh Gott. Das könnte eventuell... Oh, ich lebe noch. Was war das denn jetzt? Ich hab genossen. Was hast du denn genossen? Danke. Was hast du denn genossen, Alter? Hey, wahrscheinlich. Mein Nieser. Ach so, na Gesundheit. Ja, ich hab gedöhnt. Hey, diese Pop. Schlüssel.
Ich häng fest. Hilfe, help me. Ah, jetzt. Noch ein Zahnrad. Alter! Was? Auf dem Bett? Hilfe, ich bin im Gefängnis. Oh, awesome, wir haben Home-Kino. Aber, ich sag mal. Scheiße, da wäre noch kein Weg auf dem Dach. Ich hab die Audi. Ja. Hallo? Hallo, was ist los? Wow, werde ich gerade angeschrieben über Steam, schreibt er mir hinter mir. Unglaublich. Wer hat dich angeschrieben? Ein Freund von mir, der gerade jetzt. Liebe Grüße Schüsse. An ihn. Was? Schüsse? Crazy. Verdammt, Jungs, ist noch gar nicht auf. Crazy. Wo bist du? In Sicherheit und du? Wer hat denn hier schon wieder Türen? Lol. Dann blockiere jede Tür, die ich blockieren kann. Das merke ich. Joe, wo bist du denn? Es gibt ein Fitnesszimmer? Na klar. Den habe ich bis heute noch nicht gefunden. Alles. Aua. Kann ich den Kopf haben? Achso, da, sorry. Warte. Da. Yay. Hier ist übrigens noch einer. Wissen wir dann schon, wer es ist? Was? Hier, am Tisch. Was, wo? Bisher noch nicht, ne. Hier ist ein Topf. Vor zwei Hammels. Achso. Ist der jetzt auf Kopf? Ne. Ach, jetzt. Hey, die Gärtnerei wurde auch zu verbarrikadiert. Ich hab einen Weg. Das gibt es nicht. Was denn? Mit der Dose hier, Mann. Schüsse. Na toll. Ich geh hoch. Mann, ey, Joe. Au! Das war ein Hammer. Oh. Die voll die Knarre, Alter. Bam, Junge. Ja. Ins Gesicht, ey. Wo seid ihr alle? Dachboden. Wie kommt man denn da hoch? Dach. So hoch. Dann. Oh, wow. Komm ich denn aufs Dach? Wo bist du denn? Komischer Flur, der nicht sicher aussieht. Könnte quasi jeder sein. Ja, aber der strukturell nicht sicher aussieht. Ja, du bist doch hier. Der Au! Oh shit! Oh no, Großmutter ist es! Haha. Oh Mann! Stirb! In Frieden! Wie geht das denn? Wie hast du mich eingeholt?
Echt alle durch. Geht das denn? Uncool, wieso sind alle tot? Das ist zur Hölle. Die waren doch alle noch da. Da wird ein Generator aktiviert. Da wurde so ein Bahnhof. Ja, wir müssen runter. Hier ist der Schlüssel. Schlicht, warte. Was? Warte. Nehmen wir den mit? Was? Nehmen wir was mit? Der Schlüssel. Wo ist denn da ein Schlüssel? Hier oben drauf. Ja. Er ist hier oben. Ja, dann komm. Hör ihn batscheln. Weg, 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 weg. Oh. Das war dumm. Lauf einfach, los, lauf. Ja, warte, er ist. Lauf einfach weg. Nee, warte. Er ist da. Ja. Hi. Gnade? Nein? Okay. Gnade am Arsch! Lieb wohl, ciao! Ja, ich bin nicht weggekommen gerade. Maggi, holst du mich? Ich kann nicht werfen! Ah, fuck. Komm zu Papa! Bye bye! Oh, Entschuldigung, komm zur Oma, so rum. Ja! Itz. Das waren wir alle tot, zwei Minuten später. Sauber aufgeräumt. Ich wurde direkt mit dem Schießeisen erschossen und wurde dann gecatcht. Nice! Ja, genauso wie die Joe jetzt auch abgeknallt wurde. Omachi kam. Nee, er wurde abgeknallt. Omachi kam runter und meinte, die sind alle tot. In diesem Moment, wir waren vor einer halben Minute noch oben alle zusammen auf dem Dach. Und die können nicht tun. Ja, so können das da gehen, ne? Crazy tatsächlich noch gelebt. Ja. Ja, als gesagt hatte, verfolgt. So spielt die Großmutter. Yeah. Ich wollte nur kurz sagen, wenn ich jetzt in der Runde irgendwie geschnappt werde und nicht der Nachbar bin oder sonst irgendwas. Dann? Gehe ich mir ganz kurz ein. Ich bin diesmal Jakal, sauber. Ich tippe auf. Es muss einer von euch. Ich trau Joe grad mehr als dir. Ey, ich werde hier meine Arbeit behindern. Sag mal, gibt euch noch oder was? So, warte, wenn er der Nachbar ist. Nein! Ach so, aber er kann wieder aufstehen automatisch, wa? Nee, wenn er sag mal. Gott, Joey. Du Bekloppte, Alter. Nur Bekloppte. Die pure Form von PTSD. Okay, also erst schon mal nicht, ihn traue ich schon mal. Himmel, Arsch und Ziel. Ich traue ihm überhaupt nicht. Himmel, Arsch und Ziel. Außer Joe. Ja. Ja, darüber sprechen wir nochmal, wenn du dich gleich wegsnickst. Habt ihr eine Tür geöffnet für uns? Achso, haben schon. Joe. Hey, sie. Ey, hör mal auf jetzt. Oh. Ey, meine Helm. Ja, da ist Hazy. Hör mal auf jetzt, meine Helm.
Weil ihr euch die ganze Zeit immer abballt gegenseitig. Hey, ausreden! Ja, ich geh jetzt nach unten und schließe die Tür auf. Ja, schön. Ja, klar. Sag doch mal, wow, ein Schlüssel! Respekt! Ich weiß, warum sie das extra nochmal jetzt erwähnt hat. Na klar. Ich stelle den Verdacht auf den Schlüssel. Ich habe jetzt die Tür aufgemacht. Ich kann es nicht sein, obwohl ich es clever, echt clever. Ja, so bin ich halt. Guck mal, da ist er auch schon. Ja. Nee. Oh Mann, ey, Philipp. Wer ist das? Naja, ich angeblich. Es könnte doch crazy sein. Einer von euch beiden auf jeden Fall. Das könnte doch crazy sein. Hast du mich gerade nachgeäfft? Was? Niemals. Ich glaub schon. Ich bin doch safe, Alter. Ich war doch eh gerade die Großmutter, du Besoffener. Scheiße, jetzt habe ich meine Zweierkarte irgendwo liegen gelassen. Oh, du Lumpen, Alter. Die brauchen wir doch. Ja. Wir hatten die Zeug hier ausgekippt, Mann. Ich hasse das Zeug. Du bist eine Tüte, Alter. Ja, Mann, richtige Drahntüte. Sorry. Gib mal die Zweier jetzt. Ah ja. Phil, was los mit dir? Crazy. Voll geil. Ah ja. Ah, scheiße mit rein. Würde Crazy das tun? Wenn er es wäre? Klebstoff mit. Irre. What the fuck? Ja, ist mir gerade runtergefallen. Alter, dieses scheiß Klebezeug, Alter. Maschala, ey. Ja, Leute, der Subgang ist ready. Scheiße, das ist was hast du? Der rettende Typ mit der Zweier. Awesome. Oh wow. Awesome, hat jetzt überhaupt schon mal rausgekriegt, wer jetzt hier der Killer ist, Mann? Ich gehe ganz stark von der Daisy aus. Die muss denn einfach mal irgendwann sein. Niemals. Dann ist es jetzt Daisy instant. Alles klar. Aus Prinzip. Ist aus Prinzip. Hier. Hä? Dritte, ganz rechts. Geil. Wie viele? Der bräuchte es noch vier. Dann geht's los, ja. Vier. Er ist oben. Er ist nicht hier bei uns. Ja, dann ist es crazy, wenn er oben ist. Nein, los jetzt. Los, runter. Ich hab nur irgendwas gesagt, damit Daisy nicht mehr hinterherläuft.
jetzt bin ich genau in diese Plörre reingesprungen, Mann. Bitte Füße antreten jetzt. Ja, da ist mich jetzt Eumel, was ist die für fucking Zweierkerl, Mann? Ich hab hier nur noch einen, so. Weißt du, die bringt doch nicht viel. Hier. Hä? Ach, scheiße. Ja, müssen wir außen drin. Hallo? Crazy? Hä? Schau, ich hab den Killer gesehen. Scheiße mit Reis. Wo ist er denn? Joe! Ja. Joe! Ja? Los, wir müssen weitermachen. Der steht vor mir! Der steht vor mir! Putz! So geil! Punisher, Alter! So geil! Ich hab diesen Kürbis doch ins Gesicht geschossen! Warum geht denn der nicht drauf? Geile Aktion! Der läuft direkt vor mir! Ja, ich wusste nicht, dass hier noch alles zu ist. Der war gut. Ich war gerade so geflasht, Alter, von diesem Kürbis. Hat man gehört, ja. Alter. Ey, boah, danach trinken Psychiater, Alter. Mein Herz rattert hier gerade wie, ne, wissen ja, jemand, ja. Grüß dich, Chucky. So, ich habe vorhin schon eine Ansage gemacht. Ich kann mal ganz kurz eine rauchen. Ich bin in 3 Minuten wieder da. Sie hat zu viel Ecstasy. Moment. Ja, eine rauchen ist ganz gut. Ich bin auch gleich wieder da. Ja, vorhalten. Bis gleich. Jo. Ich hab die Tür blockiert. Aber hier ist ein Schlüssel irgendwo. Hier ist ein Schlüssel irgendwo. Hier ist er doch. Oh. Ein roter. Brauchen wir noch einen roten? Nimm mit. Er ist hier drüben drin. Komm. Sie ist hier drüben drin. Oh Gott, das ist uns. Los. Bist du da? Nein! Das fucking Fenster ist nicht offen! Nein! War nicht offen und ich habe mein Spielzeug gegen die Wand gedonnert und nicht gegen das Fenster. Ich habe die nur so rechts. Dann kam sie gerade um die Ecke. Warum rennt der jetzt nach rechts? Ich habe gehofft, dass sie die hinterher rennt. Ich habe auch gar nicht gesehen, wie viele Schlüssel wir jetzt gebraucht haben. Ich glaube tatsächlich noch ein oder zwei. Ein, zwei braun oder so. Warten,
Oh Mann. Was denn? Das ist ein witziges Spiel. Ich hatte gehofft, dass wir durchwechseln heute. Dass wir so viele sind, dass wir durchwechseln können, weil dann nicht was essen kann. Darauf habe ich auch gehofft. Hol dir einmal was zu essen und mach's nebenbei. Ja. Merkt ja keiner. Das, das hört doch, das ist blöd. Ja, nee, dann, du, mein, du, hast, du kannst doch bestimmt dein Mikrofon noch muten. Ja, oder aber einfach hochklappen. Reden, das ist auch ja, nimmst ein bisschen, machst es hoch, wieder ohne. Ja, ich habe auch hier angefangen, zwei Wurstbroten. Du hast was? Wieso spielst du jetzt echt dieselbe Figur nicht? Für den Mindfuck-Effekt. Ach so, warte mal, meinte Dings nicht. Huch, ach so, ja, Shop. Ganz kurz in den Shop. Très désolé, grand méchant loup. So. Ja. Haben wir was anderes angezogen? Nice. Was soll die eigentlich darstellen, Alter? Hi oder was? Bist Xenomorph. Ja, wa? Xenomorph. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Ein toter Hund? Xenomorph. So. Kein Xenomorph. Toter Hund! Ich hab wieder Angst, wenn du Xenomorph hörst. Ich könnte aber auch Kenny spielen, das war's auch ganz gut. Du bist nicht Kenny, du bist ein Eskimo. Das ist Kenny und da steh ich. Das ist der Mario Franchise. Das ist dem Mario und Scheiß. Wo ist Daisy? Im Shop. Im Shop. Ich war auch gerade kurz im Shop. Da ist sie. Krass. Mal nicht der Detektiv. Ich komm immer was. Nice. Oh ja, ich hab ne Idee. Bin der Japaner. Danke. Ja, hört mal, Leute. Danke euch übrigens. Ihr habt mir den Spaß an Conan Exiles wieder gegeben. Habe auch wieder angefangen. Ja, Hoppel. Gern geschehen. Freut mich. Freut uns. Ja. Ehre. Definitiv. Es war ein mega Spaß neulich. Gut, ich war ja auch nicht alle 3 Minuten tot, aber. Danke, ja, dass du das nochmal erwähnt hast. Das gerne, ist, gerne. Es war immer schön viel Salz in die Funde rennen, ey. Lass es brennen, ja. Ja, ja. Nachträglich noch richtig schön so. Bah! Ja, mal. Ich muss übrigens sagen, also für meine Wenigkeit, ne, die letzten beiden Male, die ich geschnappt wurde, die waren ja erst Punisher mit seinem verkackten Turbo-Boost und dann so eine Daisy mit so einem Zack. Also, Alter. Das waren ja mal 2 Dinger. Ehre. Mein lieber Scholli. Nee, das war schon keine Ehre mehr. Das war schon... das war ehrenlos, sagst du. Ja. Du warst ja auch. Ich hab direkt hinter dir Schokoriegel reingefressen. Okay, Daisy sieht noch so aus, als würde sie sich einen Schlachtplan machen. Okay, Schlachtplan ist durch. Die sieht aus, als würde sie alles brechen und sie als Köder irgendwo liegen lassen. Die macht. Auf Rambo. Rambo. Yes. Chase to the Rainbow. Fliegen auf jeden Fall. 349. Aua! Da war aber wieder mit Sicherheit die da hinten hier, die... Joe, wa? Ja, ey, ich bin das nicht. Der schmeißt mich jetzt ab.
Ja, wer wohl? Nein, ich hab... Ja, Alter, sag mal. Das ist immer Joe, Alter, immer Joe. Ungeheuerlich. Krass, ey. Ey, Alter. Hä? Ja, dann wegrennen, weißt du, feige du. Wieso, wir können ja hinterher rennen, wir haben genau die gleichen Booster wie sie. Ja, bis jetzt, also jetzt noch, also gerade noch, also bis... Ja, ich okay. weiß. Du bist wieder sehr leise, Joe. Ja, ich... Was soll ich machen? Oh, oh. Jetzt schon? Ja. Wer ist denn das? Keine Ahnung, Craig. Ich glaube, es ist Craig. Ist das wirklich crazy gewesen? Das glaube ich irgendwie gar nicht. Ich glaub, ja. Tür ist offen. Joe. Ja, dann mach doch eine Tür auf. Toll, der beste. Der beste Mitstreiter im Team ist mein Feind. Ist das nicht scheiße? Ist er ein Helm? Er hat Traveling an. Ich bleib mal bei Joe. Ja. Einfach zusammenbleiben jetzt. Joe, bleib bei mir. Du beschützt mich. Ja, klar. So Schütze vorgeworfen. So. Au! Hört auf mit die Scheiße! Was ist mal hier lang? Warum? Alter, was soll denn das? Oh! Ja, verrecke! Oh, geh weg! Kannst du nicht! Geh weg! Okay, ist so. Ist Joe tot? Haben wir ihn? Nein, Joe? Ist noch da. Ja, wir haben ihn. Ja, was? Wir sind da, alle noch da, alles gut. Ganz little! Alles gut, alles gut! Ich hab einen roten Schlüssel. Der Mann mit dem weißen Kill muss da nicht kommen, alles gut. Da ist noch ein Schlüssel drin, nimm den Schlüssel. Ja, ich hab einen Schlüssel. Ich hab auch einen Schlüssel, komm, wir gehen den Schlüssel. Leute, wir haben zwei Schlüssel, wollen wir einmal runter? Geil wert, wenn er einen Zahnrad hätte. Hör auf hinzugucken und lauf. Wo ist Daisy? Daisy? Daisy ist tot, gehen wir weiter. Nee, warte mal. Wo ist Daisy? Daisy? Sie hat's erwischt, sie ist ein. Ich glaube, sie ist echt tot. Wie ist sie? Ich glaube, sie ist nicht. Sie war doch eben noch hier. Wo bist du? Wo seid ihr hier? Ich bin hier. Daisy! Hier. Ich bin hier. Ich bin bei der Bibliothek. Ich werfe euch einen Schlüssel in die Bibliothek runter. Ja. Die Bibliothek ist hier. Hier ist ein Schlüssel. Gib mir mal den. Hey, Punisher! Ja. Punisher, geh mal in die Bibliothek. Da ist ein Schlüssel. Oh, sehe ich, der ist hier. Ja. Wer ist hier? Der ist doch wieder abgehauen. Der Dunks, ja. Der ist da rein. Ja, ja. Habt ihr den Schlüssel? Ja, ja, der ist dann los. Tür zu hinter dir. Sonst was? Ah! Er ist hinter mir! Hier rein! Los, rein! Komm rein! Ciao! Was zu, das Ding! Dass er hier rum kann, ne? Er kann auch hier rum, das ist hier. Ja, aber er kann nicht. Oh, kacke, wir wollen Hoffensfeier. Hier geht's hoch, wir sind Treppe, los! Als Einheit! Formation Gänse sparen. Er macht die Tür kaputt. Alles gut, keine Panik, bitte. Was soll ich da? Okay, ja, wir gehen da hoch. Wir gehen hier hoch, komm hoch. Willst du runter? Ach, hoch, ja. Sei doch. Oh, kein Idiot. Ich wollte vielleicht nicht die ganze Zeit reden, weil der ja. Hier Punisher. Lauf mir doch bitte nicht die ganze Zeit vor der Nase rum. Hast du die Keycard da mitgenommen? Ja. Okay. Space Loop. Oh, wow, wie geht die Tür auf hier?
noch einen Schlüssel. Leute, wo seid ihr? Wir laufen. Das ist crazy, er ahmt da ihre Stimme nach. Ja, ja. Das ist nur crazy, das ist crazy. Ich bin auf dem Dachboden. Kann jemand zum Balkon kommen? Negativ. Habt ihr nicht Predator geguckt? Was? Achso. Er kommt, Dachboden. Ich, oh. Ey, Alter! Los. Leute, ich würde jetzt hier keine Runde Scharfe machen. Also oh, scheiße, warum schießt denn dieses Gewehr nicht? Oh, wir schaffen es nicht rechtzeitig. Oh, sie ist genau über uns gestorben, das ist mies. Ja, das ist... Warte. Kommt mal, Leute, ihr habt doch Keycards. Können wir jetzt mal machen hier? Ich habe keine einzige Keycard. Punisher, kannst du... Ja, ich habe eine. Welche soll ich aufmachen? Weiß ich nicht, such dir eine aus. Ich hoffe, es... Oh mein Gott! Ihren los! So ihren los! Lol! Punisher ist tot. Also. Ja, was machen wir jetzt, Leute? Wir müssen halt. Ist das Punisher? Ja, ich bin's. Okay, cool. Wo ist Joe hin? Wir haben irgendwo was übersehen. Ach, übrigens, die Helme mit Lichter kann ich bauen. Das, ich hab gerade einen auf dem Kopf. Bringt uns gerade nichts. Ich weiß. Wenn er der Clown ist, vielleicht ist in dem Schuppen noch was. Sein, ist genau, offen. Weil dir sie ja vorhin auf dem Dach war. Ach. Go rein. Haben sie bekloppt gemacht. Der ist eben hier unten rum. Also hier, wo wir jetzt ja, handeln. Bin ich. Der hat fast Schokoriegel auf dich geworfen. Oh, lecker. Ja, dann. Nehmen wir da.
3, ja. Ich habe einen auf. Oh Gott. Eine ganz. Warte, ich helfe dir. Jo, folg mir. Ich glaube, Daisy hatte was mit, als sie gestorben ist. Was sind die? Hier. Hier ist noch eine Keycard. Ja, ja, das ist die richtige. Ja, dann nimm doch bitte einer sie. Kommt alle zurück. Joe, guck mal. Was denn? Darum kann ich sie nicht nehmen. Ich habe davon zwei. Ja. Ein gelber, ne? Vorsicht hinter dir. Ein gelber. Er ist hier. Oh. Steht direkt vor mir. Er hat mich. Nein, er kreuzigt ihn. Hä? What the fuck? Down, weil irgendjemand auf mich geschossen hat. Das ist doch echt. Nein, das ist dieses Nebelzeug, wa? Kann das sein? Ja. Ha. Wir sind alle down. Nee, ist der Nebel. Das ist der Nebel. Ist das ein mieses Zeug? Was ist das? Ha. Weiß ich nicht, aber das ist sehr OP. Also. Das ist sehr uncool. Ja. Das ist das Nebel, Alter. Das ist eine Rauchgranate. Aber dafür musst du Stufe 3 sein. Oh, fuck, nein. Ich konnte ihn auch gar nicht sehen, Alter. Ja, ich hab die ganze Zeit. Ich hab ihn die ganze Zeit beworfen. Ja, ich hab einen Kürbis abgekriegt, definitiv. Ich weiß zwar nicht, wer das war, aber der Kürbis hat mich richtig weggefettert. Man braucht nur einen Plan. Dein Plan war zuzuhören und mitzukommen. Nice. Was ist das für ein Giftgas, Alter? Das ist ja schlimmer als die zwei Blecke, ich das Zeug. Das war stark, das war krass. Das war echt krass. Ja gut, dann wissen wir, dass gut, alle raus müssen. Sowas. Okay, also doch nicht alle zusammenlaufen. Wir konnten nicht raus. Alle raus aus dem Raum. Wir konnten aber nicht raus, weil er intelligent. Ja, ich war ja draußen. Ich kam dann nochmal rein. Ich hatte da. Kannst du das mit der Intelligenz nochmal wiederholen? Das. Es war nicht dumm. Ach so. Das muss ich wirklich mal lassen. Krieg mal deine scheiß Aggression im Griff, Alter. Hä? Krass, Mann. Was haben wir denn gemacht? Mach sie platt! Die ist es wahrscheinlich, ne? Wenn sie uns hier zu beide hier ausnockt. Nein, das kann nicht sein. Du hast schon gesehen, dass ich ihnen gerade hochgeholfen habe, oder? Kann ich mal hochhelfen? Bitte, dankeschön. Was ist jetzt hier was, Alter? Was ist hier Phase? Nee, warum hast du das gemacht? Ich hab denen doch gerade hochgeholfen. Danke. Ich bin jetzt verwirrt, Mann! Sonst geht's halt gut, oder? Entschuldigung, Joe. Ich bin weg. Das Ding gerade weiß ich nicht. Ich vertraue Crazy. Entschuldigung, Joe. Sie hasst mich immer mehr. Das ist sicher meine Absicht. Ups. Sag mal. Forgive me. Der Japaner ist es. Assassin's Creed. Leute, kann mal jemand zu mir kommen, bitte?
Au! Was soll das denn, ey? Ja, Alter, da kannst du das vergessen, du. Mist. Ja, du meinst Rache! Wofür? Japaner! Japaner ist es! Der Japaner ist es! Helft euch gegenseitig oder wird er gefasst? Alles klar, der Japaner. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Weiß ich auch nicht. Ja, sowas von der Japaner. Nein! Schade, Crazy. Ja, so ein bisschen. Crazy, ich hat's auch gleich mit weggefetzt. Ja, super. Ich sag mir das schon ganz so klar, ey. Der hat sich so ungeheuerlich benommen. Hier oben. Weißt du, bei mir war es so, er kam mir hinterhergerannt in den Raum, hat die Tür in sich geschlossen. Ich habe ihm einen Kürbis am Kopf geknallt, weil ich direkt wusste, alles klar, das muss er sein. Und dann tat es mir im gleichen Moment leid, dass ich ihm den Kürbis an den Kopf geknallt habe. Mir irgendwie ja, nicht. Irgendwie wusste ich, dass es war. So ein Keycard, eine Dreier. Ja, ein Wurfloch und ich hätte ihn jetzt gedownt, ey, so ja, ein Mist. Er hat sich verwandelt und hat mich gleich gegriffen. Toll. Oh, ist doch, glaube ich, direkt eine 2 oder 3 oder nicht? Hier sind 2er. Wenn du die aufmachst, ist der 3er. Ja. Dann spring ich rüber, mach die andere noch auf. Kann man da nochmal was zu werfen? Hoppel! Ja. Wieso böse und nicht ehrenhaft? Ich habe ganz ehrenhaft gewonnen mit dem Gas. Oh, ich habe noch einen 3er, falls wir eine brauchen. Das war Taktik. Das ist so was ähnliches wie Tic-Tac, nur kann man nie essen. So, auf dem Dachboden? Tic-Tac! Er läuft hier irgendwo rum. Er läuft hier irgendwo rum. Oh, shit, hinter uns! Ach! Alter! Lauf! Kommt hier nicht weg, das ist echt so. Ey, das ist ein Chaos, Alter. Ja. Oh, nochmal. Nee. Ehrenhaft. Okay, lass mal raus hier aus dem Raum. Oh, shit. Ah, okay. Also hier oben darfst du nicht erwischen. So ein Desaster, ey. Ich hab ihn. Warte, hier war noch eine Keycard. Ach, da. Hinter den Lichter. Drück den Knopf, Japaner. Drück den Knopf vor dir. Das macht er locker nicht. Okay. Der rennt gleich los, wa? Pass auf. Ja. Ach, Mann. Da oben müssen wir ihm gleich mal sagen. Oh, Crazy, meinst du nicht voll mit diesem Doppelherz-Ding? Es gab damals, ich weiß nicht, ich glaube, die Werbung gibt es immer noch, aber nur noch auf ZDF oder ARD oder sowas. Doppelherz. Das ist, so ein Zeug, was du in der Apotheke kriegst, was gut fürs Herz ist, irgendwie. Ach so. Keine Ahnung, das nehmen ältere Menschen irgendwie, weil irgendwie waren in den Werbung immer nur alte Menschen zu sehen. Hast du schon auf jeden Fall mal die... Ja. Hm? Ja. Ich hab erst vorhin echt gedacht, so naiv wie ich bin, der Nachbar hat irgendwo so einen Doppelherz-Modus. Du hattest einen Doppelherzmodus mit deinem Schokoriegel da. Genau, Doppelherz. Mit der Kraft der zwei Herzen. Das ist ja fast gesungen. Und nein, Hoppel, das war kein großflächiges Campen mit der Rauchgranate. Das war Skill. Das war Leveln. Das war brillant. Pure Brillant. Ja, ich hab erst gedacht, Joe hat mich mit einem Kürbis down gemacht, weil ich hab vorher noch einen Kürbis ins Gesicht gekriegt. Nee. Ja, nämlich. Wenn die Kinder lange genug in diesem Rauch stehen, dann sind die irgendwann down. Das Gefühl, das ganze Zeit hier. Und dann kannst du die einfach so nacheinander wegsnacken. Das ist jetzt das erste Mal mit dem Rauch gewesen. Ja, weil noch nie jemand ist aufs Dach gerannt ist, um dann das dritte Level zu aktivieren. Die meisten machen, wenn sie Nachbar sind, immer so die Wurf- und Schleichtechnik oder die Kürbistechnik wie jetzt unser Japaner.
Ja, ich sehe das so schon. Sieht übrigens, so sieht ein japanischer Kürbis aus. Ach übrigens, der Kürbis, der sieht so verrottet aus. Die rotten jetzt auch. Wirklich? Wie das keiner? Stimmt, jetzt wo du es sagst. Naja, die rotten jetzt weg und bis zu Weihnachten sind sie weg. Und dann, gibt's Weihnachtsimage. Kann man eine Menge machen mit Weihnachtszeug wieder. Ist alles zu tief. Nicht gut, ja. Da backt eine Pflanze bei Joe. Wie viele Schlüssel haben wir denn? Unten als Kürbis rumlaufen. Joe hat jetzt einen goldenen in der Hand. Wahrscheinlich noch einen roten oder blauen in der Tasche. Unser Japaner spielt immer noch Kürbis. Ach, nee, jetzt ist er wieder Clown. Oh, jetzt ist er wieder Clown. Kürbisclown? Der Japaner ist gerade am Schlüssel vorbeigelaufen, ich hab's gehört. Der Japaner kriegt jetzt ordentlich eine rein. Matrix. Oh shit, ey. Oh shit. Nein. Und nun? Schön. No. Schön. Sag mal. Schön. Ich hab grad kein Trefferfeedback. Alter, was? Ich hab dich getroffen. Alter. Oh weh. Das war wieder die Klausel. Ja, leck mich am Arsch. Wie geil, der da jetzt Kürbis mit Schnurrbart rumläuft, ey. Das hat mich auch vorhin geflasht. Leute, ich muss Japaner. Mal... Japaner? Mein Respekt, Alter. Das war eine gute Runde. Ich muss mal eine Pause machen. Gleich muss was essen. Ich hab nichts gegessen. Ich hab wirklich noch gar nichts gegessen heute. Und ich dachte halt, wir wechseln durch und ich kann mal eine halbe Stunde aussetzen. Ja, ich kann nichts dafür, wenn Leute absagen, beziehungsweise das Internet irgendwo ausfällt oder so. Dann ist das nochmal ein bisschen problematisch. Aber in einer halben Stunde kommt ungefähr die Joe, die Abby. Ja, mein Magen, ich krieg halt langsam richtig Bauch. Dann esse ich jetzt ganz schnell eine Banane, bin ganz, ganz kurz AFK und zwei Minuten wieder da, okay? Ja, dann würde ich sagen, quasi Pause. Oder? Ich war zwar gerade schon eine rauchen, aber gut. Schieben wir eine kurze 3 Minuten Pause rein. Ja, Leute, dann holt euch was zu knabbern, holt euch was zu trinken. Wir gehen ungefähr in 2-3 Minuten wieder an den Start. Hab Knie, hab Gnade. Also, wir sehen uns in 2-3 Minuten wieder. Wir haben eine ganz kurze Pause nur. Bis gleich. Irre. Thank you.
oder seid ihr jetzt alle weg? Hallo. Hallo. Sorry, ey, ich musste echt gerade eine Banane essen oder sowas. Ja, alles gut. So Hunger gehabt. Oh, Jesus. Konnichiwa. Hallo. Na? Ja, Banane gegessen, jetzt geht's mir ein bisschen besser. Mein Magen hat gerade echt voll laut geknurrt und ich dachte, ich kann es halt so oft nicht hören. Wollte es nicht. Aber ich glaube, wenn Kalja reinkommt, gehe ich halt erstmal raus, weil ich weil dieser ungesunde Gamer-Lebensstil, ne? Man isst nix, wenn man am PC sitzt. Ich esse viel zu viel, ich vom PC sitze. Echt? Ich nicht. Das ist ganz schlimm, ich vergesse das dann immer. Ah ja. Snow Smoker. Ist jemand da? Ja. Nice. Oh. Und Boss Crazy? Sein so, Mikro bewegt sich. Ist da. Wir warten alle gerade nur auf dich. Ja, 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 ja. Ich bin's. Nee, ich bin's. Du kannst es gar nicht sein. Ich hab grad meinen Trailer-Gutschein gemacht. Ich will es gar nicht sein. Ich hab mein... Ich auch. Hast du einen Gutschein? Achso. Das Nachbar-Abo. Das Nachbar-Abo? Was ist denn das Nachbar-Abo? Na was? Nachbar-Abo? Weißt du, was mir aufgefallen ist, Joe? Hm? Was? Die sieht man entweder immer nur mit einem Kürbis oder einer Banane. Ich glaube, ich auch eine Banane gegessen habe, oder was? Das ist ja. Banane! Top mit Edlinger. Mein Romachi-Sinn klingelt. Dein Romachi-Sinn. Was klingelt? Guck dir das mal an hier. Komm mal her. Hast du gemacht? Komm mal her. Guck mal. Hier, geil. Kann man durchlaufen lassen? Wow. Nein. Das ist der Schiff. Ich hab mal gerade fast in der Haus gemacht. Oh, wo sind meine Spiele? Na toll. Hey. Warte mal. Ist das Hausfriedensbruch? Hm? Ich bin ziemlich sicher, das ist Hausfriedensbruch, was wir hier machen. Meinst du? Na toll. Ziemlich sicher. Es nützt mir hier auch nicht mehr. Hä? Warum schmeißt du die Karte weg? Zwei Karte kann hier ich hab sie nach oben geworfen.
Ich bin in der Küche. Alles schon bist du? Ich bin in der Küche. Ja, ich bin es. Grüß dich, Meta. Krass. Voll ungewohnt. Was? Dass du mal nicht der Techniker bist. Wer bin ich denn? Och Leute, der warum Detektiv? Schmeißt ihr dann überall Kleber hin? Och, leck mir doch. Wer macht das denn immer von euch? Geil, Phyllis hier immer. Wieso? Ach so, ich hab doch nicht Punisher vor mir, das ist Daisy. Nein, das bin ich. Nee. So. Das ich bin verdammt! Ich hab meinen verfluchten Techniker nicht genommen. So ein Mist. Aber Daisy ist immer noch der Detektiv, oder nicht? Achso. Du tötest mich sonst. Klar. Aber dann sagt ja, mir das Bild da. Schmeißt du hier eigentlich die ganze Zeit hin? Der Raum sagt mir was. Das ist eine Hantel mit so einer komischen Puppe. Kleber. Da hinten ist überall Kleber und das nervt extrem. Ja, da müssen wir mal hoch. Irgendwie. Warte mal, ich guck mal kurz hier rein. Wir sind schon offen. Ja, wie kommen wir denn hoch? Warte mal, ich hab ne Idee hier. So. Gott, Alter, ihr müsst mir helfen. Den hab ich doch nie gespielt, Alter. Boah. Mann, ich bin der Techniker, Mann. Ich bin doch kein verfluchter Detektiv, was ist das? Und suchst dann nach dem Schlüssel. Er ist voll überfordert. Seine andere Fähigkeit habe ich noch nie benutzt, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert. Ja. Oh. Hier muss er sein. Zweierkarte gefunden? Alter, das wird überhaupt nicht meine Runde, Alter. Ich mag diesen Charakter nicht. Ha, dann muss ich doch einen. Oh Scheiße, da hinten läuft jemand mit der Bassgitarre. Kann mich einer töten? Hast du eine Zweierkarte? Ne. Ach, scheiße. Ja, wir brauchen eine Zweier, sonst kommen wir nicht weiter. Geh weg! Bitte! Joe ist es! Oh, shit. Joe ist es? Wo ist er denn? Penetriert gerade crazy. Noch? Bibliothek. Gottes Willen. Was reinkommen, ne? Oh! Nee, die ist da unten durch. Achso. Vorsicht, die ist durch. Irre! Irre! Ah, okay. Hier ist die rein verschwunden. Da ist sie! Da ist sie doch! Cool! Was sollst du tot prügeln, Mann, und die angucken? Oh, ist doch schon tot. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig, beruhigt euch. Was sagt denn dein Foto? Wo ist denn der nächste? Wir müssen mal irgendwie hoch. Ja, wir da immer noch der gleiche Typ mit der Hantel. Wie mit der Hantel? Warst du schon im Trainingsraum? Eine Puppe mit der Hantel, da war ich gerade, aber da ist kein Schlüssel mehr. Bin ich schon wieder alleine, wo seid ihr?
Ich höre ihn doch. Kann auch hier sein. Was wird dir denn genau auf dem Foto angezeigt? Na, das hier, der hier, der Kollege hier. Guck nochmal aufs Foto drauf, bitte. Ach, da liegt er doch, Mann. Blau. Wo war er? Blau auf dem Boden. Gut getarnt, Mann. Scheiße, Reis. Aua! Irgendwas wirft auf mich. Oh, was? Irgendwas wirft auf mich. Hier ist ja auch hinter dir. Wo bist du denn? Ey, seid ihr besoffen oder was? Mach, hilf mir doch mal hier, Maschallah. Oh. Weißt du, wenn Punisher kreischt, helft mir mal. Derjenige, der immer wegrennt, wenn er jemand anderen hat. Das ist echt, ja, stimmt. Das ist Ironie, ist das. Haben wir Schlüssel abgegeben? Ja. Wir müssen hoch. Kannst du durch die Küche hoch? Ach du Scheiße, das bezahlt man ja gar nichts. Was ist denn drauf zu sehen? Welche Tapete? Oh. Komm jetzt her, Mann! Okay. Joe, hab mich. Hör weg. Grüß dich. Können Sie es eigentlich hören? Ja. Mein, könnt ihr uns hören? Nein. Awesome. Ist wie TTT, wenn du in der toten Welt bist, dann redest du nur mit den Toten. Die Lebenden, die hören dich nicht. Sacke auf dem Dach, die Typen, oder? Ah, nicht ganz. Die Tür ist doch offen. Ich brauche nur noch einen goldenen. Nein, sie läuft in die Richtung rein, verdammt. Ah, die werden sich gleich umbringen gegenseitig. Da fehlt nur noch ein blauer Schlüssel. Oh, welcher hat einen goldenen in der Hand? Oh shit. Ja, das ist besser, dass er tot ist. Oh shit. Oh Gott. Daisy? Ja, ich hab ein Problem. Bleib doch stehen. Was für ein Problem? Bleib doch stehen. Ich hab Angst. Wo bist du? Oh shit. Das hätte ich ja auch sagen können, Crazy. Das wollte ich ja auch sagen. Nice. What? Oh, nice. Für jetzt hab ich ein Problem. Ja, yep, du musst drauf gehen. Ne. Easy. Geh schneller. Katschen um! Hä? Ehre! Nochmal! Gib ihn! Gib ihn! Oh, die hat den Kaktus! Geh ja! Sie hat ihn gekillt! Oh, nice. Der hat aus Versehen in den Kürbis gehauen. Und das rannt. Nice. Nice.
Die Kinder haben gewonnen! Alter. Wir müssen unbedingt was ändern mit dem Nachbar. Ich habe eben sie gegriffen, definitiv. Und dann hat er halt nach dem Kürbis, der 5 Meter weiter weg lag, gegriffen. Und das ist echt nervig. Das verdirbt mir auch so ein bisschen den Spaß, muss ich sagen. Oh, jetzt habe ich ein Hauptplay. Ups. Soll ich da ein Mimimi? Nee, ich bin einfach teilweise auch als Kind mega genervt von der Steuerung. Alter, weg halt, mit den Typen! Die Dinger aufmachen willst, die Schubladen aufmachen willst und du greifst halt nach dem Ding, was unter dem Regal liegt. Also, da müssten sie echt, da merkst du halt, das ist ein kleines Entwicklerstudio, ne? Oh. Ja. So, nach der Runde bin ich definitiv raus und ich würde den Panzer bitten, nicht überall seinen Kleber hinzuschmeißen. Das ist nämlich echt. Das war ich nicht! Ja, irgendjemand war es. Ich war es nicht. Ich bin nicht der mit dem Kleber. Du machst das doch halt auch, deswegen. Ja, einmal! Einer hat sich voll abgekupfert von mir. Alter, ich schwör, Quäse, wenn du es bist, bist du tot. Da liegt schon ein Kind down. Ich glaube, Joe hat ihre Arbeit. Ja, da Joe hat ihre Arbeit geleistet. Wer liegt denn da? Ich weiß nicht, ist mir auch egal. Oh, oh. Der Killer war aktiv. Wer es ist? Nee. Kann es gut sein, dass es Matthias. Daisy. Was? Ich glaube Daisy, weil links ist raus. Der Japaner ist, glaube ich, gerade gecatcht worden. Nee, den habe ich liegen lassen. Ach so. dann ist es der Japaner. Dann ist der Japaner gerade drauf, ja. Ne? Dann ist es der. Ich habe ihn liegen lassen einfach. Stimmt, ja, macht Sinn. Aber dann wurde Daisy gecatcht. Weil irgendjemand wurde gecatcht. Ja, das ist, glaube ich, als er starb, war das, glaube ich. Hier ist ein roter Schlüssel. Weil wenn er als Nachbar dann down ist und es hebt ihn keiner auf, dann stirbt er ja. Stimmt, macht Sinn. Aber es wurden ja, wir kamen ja rein, da waren Karten. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Also wir waren draußen, er und ich. Das ist es. Einer von euch? Weil das macht keinen Sinn. Kann ja nicht sein, ich war die ganze Zeit bei Dings. Ja. Was denn geht mal? Mann, ich will die unterste Schublade, Mann. Was ist denn los bei dir? Ja, das ist das, was Joe gerade meinte. Hm? Was meinte ich? Das ist das, mit den Fehlgriffen, ja. Fehlgriffe. Ja, das ist super nervig. Das passiert mir die ganze Zeit. Aber wie du bist dann nach der Runde raus? Ich muss was essen. Ich hab noch nichts gegessen. Ach so. Ich hab halt gedacht, ich kann mal eine halbe Stunde aussetzen und in Ruhe was essen. Da ist ja, vielleicht. Also, die Abby kommt gleich und der Meta ist gerade im Chat aufgetaucht. Ach, Meta! Komm rein, Meta! Beglück uns! Spiel mit uns! Wollen wir zusammen runter? Ja. Zwei? Ja. Zwei? Dann haben wir jetzt schon drei. Ja, dann los. Moment mal kurz, hier liegt doch noch eine. Achso, nee. Das ist ein Hammer. Ja, gut. Ja, ja, das sah aus wie eine Pistole. Hast du einen? Nachbar pusht sich gerade voll. Und zwar nicht hier. Mir Gott sei Dank. Habt ihr Joe, wo bist durch? Du? Ja, wo geht ihr denn runter? Ich muss hier noch gar nicht runter, ich gehe noch mal kurz hoch. Okay, ach so. Ich warte jetzt mal hier. Warte mal. Ja, ja, das heißt, er hat sie noch nicht benutzt. Okay. Ha. Was ein Ha? Hat sich gelohnt. Okay, wo ist Joe? Da hinten. Ist noch da. Ja, ich dachte, wir bleiben zusammen und nicht wieder. Bleiben wir doch. Ich hab nur ganz kurz ein bisschen noch Schlüssel gefunden.
Ich habe zwei rote. Punisher? Ja. Achtung, Achtung, Achtung. Wow. Ja, das ist... Ah, Stacy. Ja, schreck mich doch nicht so. Ja, immer noch nicht so. Das, ne? Panik. Ich glaube, der Japaner ist es. Das glaube ich auch, aber ich bin mir nicht sicher. So, wollen wir runter? Ja. Leute? Ah, das muss der Japaner sein. Ist das denn der Japaner, bis der gesnackt wurde? Dann ist es Daisy. Wie ist denn den Schlüssel so lieb, was für Geschwister? Ja, was soll ich denn sonst damit machen? Das sah ich gerade so im Gleis aus. Lieblos auch noch. Leute, wollen wir dann mal hier die erste? Aha, hier. Zack, zack, zack. Oh, ich stehe direkt vor seiner Tür, das gefällt mir gar nicht. Oh, ihre. Hier ist noch eine Tür. Welche? Achtung, er lädt sich auf. Autsch! Wo seid ihr? Ja. Was hat gerade auf mich geschmissen? Ja, aber nicht mit Absicht, du standst mehr hinter dran. Achso, du warst. Ich habe gedacht, jetzt ist wieder einer hinter mir, also Killer. Machen wir jetzt? Hier oben ist noch eine Keycard. Hier oben drin. Ah! Spawn zum Raum! Bam! Bam! Jap. Wie vermutet. Ich brauch noch 3 Schrauben, Leute. Dann kann ich loslegen. Ja, solltest du. Das sind 2, ja. Jetzt brauchst du noch 2. Du bist das die ganze Zeit mit dem Kackkleber, oder was? Lass uns mal hier runter. Ja, und mich macht's runter! Die mobbt mich hier immer wieder alle. Was ist denn vor? So, ich geh jetzt hoch. Ich hab nur 2er Keycard. Kommt wer mit oder nicht? Ich hab auch 2 2er. Wo bist du? Ja, dann hoch. Wo hoch? Da hoch. Na, da Raum. Na, da. Ja, mit seiner Bonzen-Gitarre, Alter. Da. Oh Gott. Hat mich, hat mich. Ja. Oh. Raus aus dem Rauch. Ja, ich. Hab's geschafft. Er hat mich. Verdammt. Ich bin tot. Okay, dann lass uns jetzt hier... Warte, bleib mal hier. Noch eine. Hier. Oh, nice. Es ist Stacy, Alter. Erwischt hat sie mir auch noch. Ja, Joe hat mich am Anfang einfach niedergehauen und Lila liegen lassen und sie kam dann einfach zurück. Hat mich, hat mich. Hat ich. Oh! Nice. Oh no! Ja, nice. Nee, ich baue eine Pause jetzt gerade. Joe hat mich getötet. Ja, ich hab Joe hat mich umgebracht. Passwort ist wie immer. Der Name ist Crazy. So, ja. Leute, ich bin raus. Ich brauche jetzt auch eine Pause. Ich bin gerade sehr genervt, weil da wieder keine Hit-Registration gibt und wo. Ich muss was essen. Ist was und dann komm gleich gestärkt wieder. Bis später. Bis gleich. Tschüss. Unglaublich, ich wurde einfach umgebracht. So, Crazy, der macht Werbung. Wir haben 2 Plätze frei. Wer will? 20 Euro pro Slot. Ach, wow. Wer macht Werbung? Huch, da ist jemand gekommen. Hi. Meta! Hi. Ein Mensch. Musst dich noch im Discord muten? Ja, Moment. Oh, jetzt muss ich meinen Typ wechseln. Jetzt fehlt nur noch einer. Ja, dann wären wir sogar mehr als eben. Richtig.
Ist Quasi noch da? Ja. Sieht's danach aus in deinem Chat, als wenn jemand Lust hat? Nee, wa? Nee. Nee? Hey. Aber du Euro. Sagst es, also lieber Chat, ne? Ja, solange wir Plätze frei haben, einfach mitspielen. Ne? Wenn ihr das Spiel natürlich habt, wenn nicht, besorgt's euch. So, ja. Idee. Sofort! Es lohnt sich, also es macht Spaß und die Entwickler, die haben gesagt, da kommt auch sehr viel mit rein. Vielleicht sogar andere Maps. Oh, das wäre auch geil, war andere Maps oder so? Ob man immer eine andere Situation hat, das wäre auch gut. Es sollen andere Maps kommen, ja. Awesome. Es ist nicht immer das Haus vom Nachbarn. Immer der Garten. Gerüchte sagen, in einem Forum habe ich gelesen, es soll die Arbeitsstelle von dem Nachbarn auch noch werden. Ach du meine Güte. Wo der arbeitet, ja. Schmeißt man da Computer nach ihn oder was? Meter, hast du deinen In-Game-Sound? Hast du den an, Meter? Muss mal eben checken. Meter hat keinen In-Game-Sound, der kann gerade nicht reden. Einfach oben aufs Zahnrad und dann auf Ton und auf immer aktivieren. Also Voice-Chat immer aktivieren. Immer aktivieren und die Stimmlautstärke maximal auf 80, dann hörst du das ganz gut. Daisy hat genau den gleichen Skin wie ich. Geil. Geil. Merkt euch, ich hab das rote Bündchen. Niemals. Hört ihr mich? Stimmt, Ella jetzt ja. Jetzt hört ihr mich? Nein, keine Sorge. Ja, wir hören dich. Ja, ja, aber das ist jetzt über Discord. Ich habe das nämlich alles auf Ingame umgestellt. Also umgestellt. Es war schon so eingestellt. Ingame Sound und ich höre euch, aber ihr hört mich nicht. Also du hast Voice Chat auf immer ein. Ja. Ist schon vom letzten Mal. Es hat sich nicht verstellt. Ja. Ich habe Voice Chat immer ein. Ich höre euch auch. Aber ihr hört mich nicht, wenn ich rede. Eventuell mal neu starten. Ja, wollte ich gerade sagen. Versuch mal das Spiel neu zu starten. Ansonsten habe ich nur noch eine Idee. Versuch einfach mal das Spiel neu zu starten. Beende ich das mal und bleib mal im Chat drin. So, beendet. Und starten. Es fehlt nur noch Culture, Alter. Ja. Wo bist du? Ist das zufälligerweise ein Chat drin, ne, wa? Nee. So. Anmeldung läuft. So. Hört ihr mich? Nee. Warte mal kurz. Also ingame müsste es jetzt doppelt sein, aber Discord hört ihr mich, ne? Ja, Discord hören wir dich, aber... In-game jetzt nicht. Das ist sehr seltsam. Ich schau noch mal. Zahnrad, Ton. Zahnrad. Und unten auf Annehmen klicken, ne? Also immer ein und dann unten auf Annehmen. Ja. Na, vielleicht bin ich auf Abbrechen kann, aber... So, immer ein annehmen. Aber das war ja schon auf immer ein. Ich höre mich jetzt auch Lautstärke? Nicht. Komisch. Stimmlautstärke auch Einstellung vom letzten Mal auf 50%. Stell's mal auf aus und dann wieder, also stell's mal auf drücke V. Habe ich auch schon gemacht. Und dann wieder auf immer ein. V zum Sprechen, hört sie mich doppelt? Nö. Nö, ich drücke V zum Sprechen gerade. Ich gehe mal auf aus vom Spiel und jetzt gehe ich auf immer ein. Doppelt? Nö. Nee. Komisch. Weil das würde ich ja selber auch hören, doppelt, ne? Annehmen. Hast du dein warte mal ganz kurz. Zack. Hast du, wenn du, ich gehe jetzt mal mit dir auf den Desktop. Also drück mal die Windows-Taste. Ja. Dann hast du doch rechts unten dieses Lautsprechersymbol. Ja. Klick mal da auf Rechtsklick drauf, dann öffnet sich doch dieses kleine Fenster und da gehst du auf Soundeinstellung öffnen. Ja. Dann gehst du auf der linken Seite auf Sound. Ja. Und dann hast du ja da oben deine Ausgabe, Lautsprecher, tralala. Genau, Kopfhörer in dem Fall, ja. Genau, und unten hast du deine Eingabegerät auswählen. Ah, da bist du drinnen.
Ja, aber jetzt interessant. Ja, aber interessanterweise über Discord könnt ihr mich hören mit der falschen Einstellung und über das Spiel nicht. Am besten ist, glaube ich, Discord auf jeden Fall. Jetzt mutest du dich. Hört ihr mich? Ja. Das super, danke, eine... danke für die Hilfe, ja. Crazy. Ich finde es halt interessant, ne? Weil mit der falschen Einstellung über Discord funktioniert und im Spiel nicht. Ne? Ja. Ja, das war genau das. Das ist halt Microsoft. Danke, Microsoft. Schöne Grüße an der Stelle. Danke, Crazy, für den Exkurs, ja. Das habe ich jetzt. Gerne doch. Nochmal Huhu. Moment, abbrechen, abbrechen. Kalter ist wahr. Hui. Will ich dieser. Will ich. Kalter ist da! Komm zu uns, Kalter, komm zu uns. Hey! Reiß ich doch nochmal von meinem Tortilla ab. Guten Hunger. Danke. Nein, ich esse noch. Okay, dann machen wir eine Runde noch. Hose sie. Zack. Guten Hunger. Anscheinend ist mittlerweile die Fragezeichen-Keycard im Game gerade gelesen. Nee, ich bin innocent. Ich hoffe, ich will es auch. Bitte, 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 bitte. Ey, die Fragezeichen-Keycard ist im Game? Na, wo liegt die? Drei Fragezeichen. Wahrscheinlich auch einfach random. Sicher? Ey, sobald jemand die Fragezeichen-Keycard... Warte mal, wer ist da vor mir? Das bist du, Romaji, oder? Nee, hier, passt auf, Leute. Fuck. Jetzt sind wir gerade... Sobald jemand die Fragezeichen-Keycard findet, bitte schnell auf rumrennen und Pause, Pause, Pause schreien. Dann wird nämlich das Spiel unterbrochen und wir versuchen, die Tür zu öffnen. Sag das den anderen weiter, ja? Okay. Lass uns zum Schuppen gehen. Was, ist er jetzt im Game sein? Ja, Joe hat gerade im Chat geschrieben, anscheinend ist die Fragezeichen-Keycard im Game. Hat sie gerade gelesen. Nice. Hä? Hätten wir die denn nicht schon gefunden? Phil, hast du gelesen? Was denn? Da fliegt ein Vogel ums Haus und der soll die haben. Und aha. Da fliegt angeblich ein Vogel ums Haus? Ach nein. Na toll, dann brauchen wir mal ein Gewehr. Wow, wer auch immer das ist, tu mir nix! Hilfe! Oh, uncool, danke. Echt uncool. Lauf weg! Irre! Durchs Fenster rechts, los! Helft uns! Wo war das? Punisher! Punisher ist es oder was? Das ist dein Kind. Verrecke, du verfluchter Hund! Ist okay? Nein! Guck mal hier über uns, der Vogel! Ja. Oh Gott! Wer ist es? Aua! Weg, ab, geh weg! Jetzt hebt ihn nicht auf! Ihr werdet tot sein! Was für ein Vogel, Daisy? Sie hat den Vogel, glaube ich, gesehen. Ich habe den Vogel gesehen. Wo fliegt er denn? Ganz unscheinbar. Hä, wieso kann ich die nicht abboxen? Aha. Aber das welcher Skin war denn das? Das Meter. Mädchen mit dem Baseballschläger. Meter. Ah, okay. Meter. Ihr müsst mal genau drauf achten, hier fliegt irgendwo ein Vogel, der fliegt rückwärts, warum auch immer. Was? Ich hab dir das Leben gerettet, Pancho. Danke dir. Irre. War spektakulär, gell? Machen wir nicht nochmal. Was? Ist ein Vogel ums Haus fliegen? Ich sehe keinen. Der Vogel wurde gesichtet. Wo? Wo? Eine Krähe fliegt ums Haus. Die abwerfen laut Streamforum. Und Steamforum. Und. Hey, er fliegt über euch. Er fliegt über euch. Was da vorne. Wo? Wo?
Kinder. Hä, sind denn nur bestimmte Kinder? Ich sehe keinen Vogel. Trollala? Warte mal kurz. Er ist wieder da! Wer auch immer Nachbar ist, mal kurz nix. Pause! Der fliegt vorhin wegen rückwärts. Hä? Mann, wo siehst du den denn? Ja, warte noch mal. Der kommt bestimmt noch mal hier rum. Ja, ich sehe ihn. Aber da ist was. Voll weit hier, bei uns, direkt über uns. Jetzt. Hier, über uns. Über mir. Da oben dieser komische... Ey, warte mal, ey. Mal nicht schnappen. Lasst uns mal alle gemeinsam aufs... Seid ihr da? Ja. Hä? Lass uns mal versuchen, aufs Dach zu kommen. Vom Dach geht's besser. Gut, lass uns mal versuchen auf Punisher. Ja. Wir haben einen Auftrag, wir müssen aufs Dach. Okay. Pass auf, wir laufen in Meters Richtung. Oh Gott, der arme Meter. Gut, das macht die Sache jetzt tricky. Mal gucken. Oh ja, da ist haben wir denn hier schon die Möglichkeit hochzukommen? Nein, und jemand ist tot. Nee, ja. War nur der Dings hier, der Bumsi hier, der Nachbar. Achso. Zweier, Dreier, irgendwas, haben wir irgendwas? Achso. Ich hab nur Zweier. Ja, lass uns aufs Dach. Dann brauchen wir go! Nee, nur Zweier. Die Dreier finden wir dann in dem Raum hinter der Zweier. Was hast du denn? Oh, eine? Oh, ich höre ihn. Welche, was hast du denn da für eine Karte? Ich habe nur Zweier. Ja, wo bleibst du denn? Wir warten auf dich. Ich sehe gerade, der Crazy Chris hat sogar den Nachbar als Profilbild. Das wäre es jetzt, wenn das einer von den Entwicklern wäre. Und die sprechen kein Deutsch. Das wäre echt Mist. Nee, ich meine, die sprechen kein Deutsch. Ja. Wo ist Daisy? Ich hab nur gerade den Nachbar wieder umgehauen. Komm mit, folgen. Ich hab nur mal gerade den Nachbar wieder umgehauen. Jetzt fährt bloß jetzt so Joe 2.0. Und wir sind hier unten. Wir sind bei der Treppe nach oben, wo es aufs Dach geht. Da wo ja. Oben die drei Türen sind. Gibt's denn wohl noch ein paar Schräubchen? Sitze. Da rennt was? Oh, die Nachbarn! Ja. Hier rein! Hier ist der Bolt! Warten auf dich, Daisy! Daisy? Ich bin bei den drei Türen! Ich dachte, die sind offen! Los! Du musst die aufmachen! Los! Ich hab keine Dreier! Du hast Zweier! Die ist schon. Ich bin schon drinnen, Mann. Das kommt doch rein. Trollolol, der ist hier irgendwo. Trollolol. Okay. AKO! AKO! Irre! Ich hab irgendwo meinen Schlüssel losgelassen. Ja, da liegt vorne. Wie vorne? Geradeaus, bei der Treppe, beim Gang runter. Nice, Alter. Ja, Mann, hier. So musst du laufen, Jo, so läuft der Lachs. Immer wenn du durch mich durchrennst, ist mein. Was? Nochmal. Du bist die Welt für ihn. Ja. 1, 2, 3, und die Welt ist vorbei. Ich will diese Tür öffnen. Vom Turm, von diesem Turm. Oder von dem von dem ganz oben, ne? Den Schlüssel, den ich jetzt. Alter? Ja, ihre. Funktioniert die? Ja, ihre. Das ist ein Ballermann. Den Schuss hat sie. Gerade fertiggestellt. 4 Stück und dann kann ich noch eine bauen. Hier, in meine Richtung.
Am besten von da oben. Weiß ich. Weiß ich. Ach, ist er der da? Ja. Warum seht ihr den alle da? Ich sehe den hier. Hier ist er direkt. Ja, anscheinend ist er nicht gesinkt. Entschuldigung. Oh, ich bin geworfen. Ich sagte Entschuldigung. Achso, Entschuldigung. Schitte. Hat er schon versucht, aber hat er nicht getroffen. Soll ich dafür echt den Schuss verbrauchen? Ja, warum nicht? Da muss ich jetzt warten, bis er wieder rumkommt. Ja, komm her, du Sau. Verdammt! Hätte noch weiter vorhalten müssen. Alter, das ist nicht leicht zu kriegen, Alter. Nee, nicht wirklich. Selbst mit Vorhalten war der gerade schneller als die Kugel. Ich dachte, er hätte irgendwas fallen gelassen. Oh, jetzt komm mal. Nee, das ist aber ein Schraubschlüssel. Das ist aber ein Schraubschlüssel. Werft alles, was ihr finden könnt, auch die Schlüssel. Was? Nein, bist du besoffen? Oh, fast. Oh no. Die Kürbisse fliegen hier mehr ein. Ich hab halt auch nichts mehr wirklich zum Werfen. Ketchupflasche. Gebt euch alles, was geht. Kürbis, komm her hier. Phantom, habt ihr die besten Trefferquoten, ja? Übrigens. Weil er dort am dichtesten fliegt. Der dutscht einfach, der Penner. Ey, der dutscht einfach. Ich stehe da alles schon auf Tom. Mann, ist das tricky. Wie sollst du die denn treffen, Alter? Ja, frag ich mich auch. Brauchst du Skill, Alter, wie ein Sniper, yo? Ist nein, einer von euch in der Militär? Nein, der Chris hat gerade gesagt, der Schleuder vom Scout. Und die Scout-Schleuder kann man erfüllen. Wo ist Romaji? Scheiße, stimmt. Es stehen überall so Nüsse-Säcke rum. Nusssäcke? Komm schon! Nein! Nusssäcke, ja. Wo? Der war knapp. Braune Säcke. Das sind so dicke braune Säcke, wo... Wo bist du denn? Ich zeig dir. Hab ihn! Irre! Aber ich, der hat nichts fallen gelassen. Hast du ihn erwischt? Ja, ich hab ihn! Krass! Oh, holen wir uns. Aber liegt hier irgendwo was? Ich bin eine Einserkarte. Oh fuck. Hier nicht. Ist nicht offen. Hab sie! Was? Hab sie! Joe! Crazy, komm mit! Crazy, komm, ich hab sie. Oh, sag mal, wie sieht die aus? Oh, irgendwas auf mich ab. Wie sieht die aus? Das ist eine Einserkarte. Die hat ein Fragezeichen drauf. Ja, los, oh, okay. Shit. Oh. Help me. Werden wir jetzt nicht abgebracht. Habt ihr ihn? Los, komm mit! Ja, los. Kommen wir da durch, rechts kommen wir hoch. Jo. Wo sind denn diese Nusssäcke? Crazy muss dabei sein, dann hat er es mal auf Aufnahme. Hier ist zum Beispiel so ein Nusssack. Ah, okay. Awesome. Was, so ein Sack? Ja, dann hier hoch. Wo? Wo bist du? Wo? Da. Oben. Oben. So.
Wie kommt man hoch? Was war das hier da? Oh, ich hab mir verwandeln gehört. Das war hier, hier ist es, glaube ich. Hier ist es. Räumt sie frei, räumt sie frei. Ich pass hinten auf. Und go. Ja, mach auf. Geil. Was hast du? Was ist das? Das was für den Dings oder nicht? Oh nein, jetzt sag mir es echt nicht. Wir haben ihn jetzt hier noch etwas gegeben, Alter. Warte. Und dann soll er mal gucken, wir wissen, was er kann. Meta, wo bist du? Komm mal hoch. Hier, leucht mal rum. Meta? Ich weiß gerade, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der uns hören kann. Eben konnte er es. Meta, komm mal hoch. Meta! Meta! Wir beten dein Meta Taro, wir brauchen sie mal oben. Meta? Ey, vielleicht ist der damit dann instant auf Level 3 oder so. Ja, das ist. Ja, und auf Max, Alter. Vielleicht geht es ja auch mit uns. Mach einen Schalter an, los. Ich weiß nicht, wo er sich rumtreibt. Ja, wo seid ihr denn? Meta! Ganz oben! Hoch an so oben, wie? Komm mal zur Küche! Das müsst ihr ihnen zeigen, er hat länger nicht mehr gespielt, Mann. Ich suche ihn gerade. Wo bist du denn gerade, Meta? Wenn jemand wartet, wenn jemand in der Küche auf mich wartet und mir sagt, da ist die Küche. Hier, du, komm mit. Ja. Folg mir. Hier ist die Küche. Ey, dieser Kürbis. Na gut, oh Gott. Ja, alles gut. Wo bist du denn? Ich hab ihn verloren. Da ist der Kürbis hinter dir. Ach, hier. Da musst du hier lang. Und hier hoch. Und jetzt haben wir hier drin. Achtung, Leute, Meta kommt. Ja. Jetzt haben wir hier drin so eine Badewanne. Guck mal, was die kann. Mit der müsstest du interagieren können. Ich? Ja, probier mal. Geht das? Was denn? Da kommt kein E. Müsste ein E kommen, wenn ich mit dir interagieren kann, oder? Eigentlich schon. Aber hast du mal schon aufgeladen hier. Woanders? Ja. Was ist hier mit den Kastenmeter? Geh mal hier ran. Aber hast du dich überall schon aufgeladen? Nein, ich habe mich erst an einer Stelle aufgeladen. Lad dich mal. Hier kannst du nichts machen? Nein. Aber vielleicht muss das nicht komplett... Vielleicht. Mach mich mal zum Nachbarn. Oh. Ja, halt, geh weg. Da steht festhalten, aber das ist nicht wohl das Kind. Ey, mach keinen Scheiß. Nein. Kannst du damit nichts machen? Da geht gar nichts. Nö. Hey, strange. Ey, Mann, mach die Tür auf, du Vollspaten. Vielleicht, wenn man noch gar kein Level hat. Oder nee, ich glaub, Meta muss das komplett aufskillen. Ich glaube, er muss alle vier muss er machen und dann kann er hier ran. Mach mal alle vier. Ist auch eine Idee. Das ist doch 13 Minuten. Dich an allen Stellen aufladen und dann hier hinkommen. Okay, schauen wir eben. Ich muss gestehen, ich kenne generell nur zwei Stellen. Hier habe ich schon. Die hast du auf dem Dach. Ach so, am Dach. Und vielleicht. Geil, wir haben die Tür offen. Ist der jetzt mal gefallen? Ich versuche mal kurz abzuholen. Ja, der ist runtergesprungen, weil er. Okay, Meta, ich versuche gerade dich abzuholen. Meta, bist du hier? Meta? Stirb, du verfluchter Japaner! Stirb! Nein, ich hab mein Schokoriegel geschmissen. Okay, yo! Hör auf, Mann! Ja, da ist noch zu. Was ist noch da zu? Alles? Ja, da oben. Nee, komm mal in die Küche wieder. Hier geht's auch einen Weg. Die hat er schon. Er hat die da auf dem Dach noch nicht. Ja, ja, aber er meint die ganze Zeit, die Türen werden zu, aber es gibt ja noch einen zweiten Weg dahin. Mittleren Stockwerk, die hab ich. Wo bist du? Ah, hier. Schau mal, folg mir mal. Also die hier oben in der Küche, die hast du. Komm, aufs Dach hier. Aufs Dach. Das ist hier. Nee, wo bist du denn jetzt schon wieder?
Hier. Und jetzt genau, einfach hier hoch rechts. Ach ja, da. Und dann hier hoch? Und dann da hoch? Nö. So. Jetzt, wo du alle drei hast, warte, lass dich mir kurz was erklären. Siehst du jetzt, dass du bei Q Granaten werfen kannst? Nein. Achso, muss ich mich auf. Genau. Jetzt kann ich auf Q Granaten werfen. Die sind, genau, die sind mega cool. Damit kriegst du alle Kinder betäubt. Genau, jetzt wieder, oder? Also hat er jetzt alle vier aufgelevelt? Ja. Nee, alle drei. Drei. Es geht nur drei? Hier lang? Hier. Hier, genau. 10 Minuten haben wir noch, passt locker. Nö, da tut sich nichts. Immer noch nichts. Nö. Hä? Musst du sein, dann das Ding gut sein? Wir können ja versuchen, einen von uns umzubringen in der Badewanne. Aber was bedeuten denn die Schilder? Haben die irgendwas zu bedeuten? Schaut schon ein bisschen selbstmörderisch aus, ne? Die Stromkabel in die Wanne. Ja. Strom, Explosionsgefahr. Und, Ja, aber gucke da hin, keine Ahnung. Ja, komm, Meta hat einen guten Job gemacht. Ich bin dafür, der snackt uns jetzt mal alle weg hier. Hallo. Ich opfere mich als Erster. Was? Kannst du uns alle wegsnacken? Die Runde gehört dir, die kannst du gewinnen, weil du hast jetzt keine. Nee. So meinst du das, oder? Genau. Angeblich sollen wir alle geheimen Hebel umlegen, aber Ihr müsst alle hier das auch nicht hochheben, nein. Jetzt der Dreh gesperrt. Ey, wollen wir abhauen? Also ich meine, die Tür unten ist offen. Fetti, Alter! Peter, ich bin unten bei der Tür, hol mich! Peter! Ich bin unten bei der Tür, hol mich! Bei welcher Tür? Du bist ein Spaßvogel, ja? Die rote, Mann! Welche rote? Der Ausgang! Was, 22 Sekunden, jetzt komm! Freekill, Mann! Peter, jetzt mach! Jetzt kill mich mal, los! Jetzt verwandel dich doch! Mann! Achso, war schon so knapp. Jetzt ist mich töten müssen, Mann! Ich will Kürbisse steinigen. Also ich bin dafür, wir spielen zwar jetzt normal weiter noch, ne? Aber irgendwann, bevor wir heute Scribble spielen, finden wir nochmal eben ganz kurz raus, was das mit den Hebeln auf sich hat. Oh, Scribble, ich liebe Scribble. Das hab ich bestimmt gemacht. Hebel brauchst du nur 6 Leute. So, wieso? Was ist mit den Hebeln? Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Spieler. Du musst sie nur einmal aktivieren. Was ist die Frage mit den Hebeln? Ja, pass auf, der Chris, der Crazy Chris, der schreibt gerade, der hat das schon mal gemacht mit seinen Freunden und der weiß, wie es funktioniert. Der hat uns auch gerade erklärt, wie wir die Krea am besten vom Himmel holen. Und ja, wir sehen jetzt auch. Er hat gesagt, um das Ding benutzen zu können, müssen wir alle Hebel umlegen. Ja, die brauche ich. Ich ziehe noch das Update. Steam ist heute sehr langsam. Kein Ding, Kaljor, wir warten auf dich. Wie gesagt, also bevor wir Scribble spielen, möchte ich gerne heute einmal dieses Rätsel mit der Tür lösen. Ich bin da so ein kleiner neugieriger Vogel. Da gibt's ja eine neue Tür oder was? Meinst du da neben der Badewanne diese Tür im Boden oder? Die Tür neben so was? Nee, ich denke mal tatsächlich, es ist so. Nichts verraten, Chris, weil du hast es ja schon erlebt, was da passiert. Nicht spoilern bitte. Aber ich denke mal, wenn wir wirklich jetzt, wie der Chris sagt, alle Hebel umgelegt haben und dann diese Fragezeichentür aufgeöffnet haben, denke ich mal, dass der Nachbar
Nee, nicht benutzen, sondern es nutzt sich selbst. Aha. Okay. Es nutzt sich selbst. Nicht verraten, was man damit machen kann. Ich denke aber, das kann nämlich dann der Nachbar rausfinden. Das heißt, wer auch immer jetzt der Nachbar ist, der muss mitspielen. Ja, jetzt nicht. Wir spielen jetzt erstmal noch normal weiter. Wir warten jetzt auf Culture. Ich bin raus. Schönen Abend noch. Ja, Hoppel. Dir auch einen schönen Abend und viel Spaß bei Schönen Abend noch, Hoppel. Schade, dass du es auf der Playstation spielst. Sonst hätte ich dich natürlich mit an Bord geholt. Hoppel hätte ich gerne dabei. Naja, wie gesagt, also, ne, jetzt spielen wir erstmal noch normal. Wir warten auf Culture. Dann spielen wir noch normal eine Runde hier. Ganz normal Secret Neighbor. Und dann gucken wir heute im Verlauf des Abends nochmal, dass wir das geregelt kriegen und gelöst kriegen. Ich glaube, dass eine Neuerung, korrigiert mich da, eine Neuerung ist ja die, dass wenn man diese Hebel am Anfang zieht, dass das Spiel nicht beginnt mit lauter geschlossenen Türen, sondern dass die random offen oder geschlossen sind und man nicht weiß, was mit den Türen passiert, wenn man die Hebel zieht, oder? Ja, das Update sagt also jetzt, sind die Gittertüren teilweise offen, teilweise zu, das ist ganz random. Genau. Ja. Was das jetzt mit den Hebeln allerdings auf sich hat, das ist immer noch... Ja, diese Hebel für die Türen, ne? Oder? Das sind nicht diese Hebel. Genau. Waren sie eigentlich immer, ja. Vielleicht haben sie das jetzt auch geändert, weil da stand nichts in den Patch Notes drin, logischerweise. Ich hab gelesen, dass man nach wie vor die Hebel ziehen soll, nur man weiß nicht, ob sich dann Türen öffnen oder schließen. Deswegen weil sie sind sie halt random auch geschlossen. Genau, das heißt, am Anfang von vorher waren es alle zu und du wusstest, wenn du jeden Hebel einmal drückst, gehen alle auf. Jetzt ist es so, dass manche offen, manche zu sind und wenn du zum Beispiel den Hebel im Schuppen ziehst, weißt du aber vorher nicht, bevor du im Haus hast, magst du die jetzt auf oder magst du sie nicht auf. Damit wollten sie es wahrscheinlich verhindern, dass alle mal alle Hebeln ablaufen und öffnen und dann die Wege frei sind. Ne? Also haben wir eigentlich mittlerweile alle Hebel gefunden? Ich weiß, wo alle sind. Jein, ein Hebel, das ist das Tricky-mäßige an der Sache und ich glaube, da kommen wir dem Geheimnis auch näher. Ein Hebel befindet sich im Keller. Den können die Kinder gar nicht ziehen. Den muss der Nachbar ziehen. Den muss der Nachbar ziehen. Und der Nachbar kommt an den Hebel auch nur dran, wenn der aus seinem geheimen Raum dorthin geht. Sprich, in den geheimen Raum, wo der Nachbar in seinem Stuhl sitzt und das Knöpfchen drücken kann, den roten, um alle Kinder zu sehen, dort einfach die Treppen nach unten und dann müsstest du in den Keller kommen. Da kann der Nachbar den Hebel 1 ziehen. Und das ist nämlich das Ding. Aber bleiben die Hebel nicht nur eine kurze Zeit aktiviert? Heißt, man muss sie alle gleichzeitig ziehen? Nee, du musst die nacheinander ziehen, egal wie. Okay. Also die müssen nicht alle gleichzeitig gezogen werden. Das geht ja auch gar nicht, weil das ist ja ein Nachbarding. Weil der Nachbar muss das ja alleine machen können. Weil es würde ja keinen Sinn machen, wenn der Nachbar sagt, ey, ich bin der Nachbar, ich würde euch gerne alle catchen, aber um euch leichter catchen zu können, müsstet ihr einmal kurz alle Hebel gleichzeitig ziehen. Und die Kinder so, what? Nö. Also das mit dem Update kann ich an einem Samstagabend knicken. Alle deutschen Steam-Server sind überlastet, habe 677 Kilobyte Downloadrate. Also, Culture, ich kann dir nur empfehlen, mach Discord zu, mach meinen Stream zu. Ich wollte gerade sagen, dann jetzt besser. Ja. Weil das zieht ja auch alles. Die sind nicht überlastet, sondern dein Internet schafft das alles nicht auf einmal. What? Wer ist Gold war? Wie heißt der? Kenn ich nicht. Romaji? Anwesend? Japaner? Kannst du dich anwesend mal kurz um diesen Typ kümmern? Wer das denn? Keine Ahnung. Entferne ihn! Ich kann ihn nicht entfernen. Na ja, klar kannst du ihn entfernen. Nee. Hä? Hacker! Schon am Kicken. Jetzt hab ich gar nicht mehr die Option reinzukicken. Ja, wahrscheinlich, weil das Fenster genau davor ist. Eben war es nicht davor. Fahrt nochmal. Ja, wir gehen alle raus und wieder rein, dann ist er weg. Und dann ist Crazy Host. Ich schaff den. Doch, er könnte es schaffen, ihn zu. Vor allem, weißt du, was ich mich frage? Na, ich hab ihn ja stumm geschaltet. Warum ist der als Nachbar drin?
No idea. Der ist auch als Nachbar also, drin, wa? Bei mir ist der als Nachbar drin, ja. Bei mir auch. Bei mir auch. Bei mir auch, ja. Hacker, Hacker, also, Hacker. Sag mal, kannst du sprechen, lieber Discord Doppelpunkt Gold war irgendwas? Scheint nicht. Ja. Ja, alle raus und nochmal rein. Fertig. Ja. Kann ich nicht klicken. Ja, Lobby verlassen. Na, geht doch. Jetzt ist er raus. Jetzt, raus. Ist er raus, jetzt ist er raus. Jetzt hauen sie alle ab. Ja, fantastisch. Ah, er kommt dann mal raus hier. Müssen wir ja. Ich hab Crazy eröffnet ihn gerade neu. Gizmo! Hola! Wie gesagt, Kalcha, ich würde nochmal versuchen, dein Steam neu zu starten. Vielleicht hat Steam gerade Cage-Probleme. Habe Steam 5-mal neu gestartet. Also bei mir macht das nur Probleme bei den Ring of Elysium. Habe auch die Server durchgewechselt. Dann lass einfach mal laufen. Wir machen noch eine Runde ohne Kalcha. Wird ja wohl gleich irgendwann funktionieren. Einstellungen. Wäre aber meine letzte. Ja. Jo, kein Ding, Edisi. So, Schlüssel 6. Das. Schlüsselkarten ein. Zack. Aufgezeichnet. Ich stimme zu. Okay, dann können wir loslegen. Ja. Daisy? Sorry. Zedek probier wird jetzt. Zedek herausgefunden, wie man bei Conan Exiles einen Gorilla bekommt. Ist aber aufwendig, sagt er. Das habe ich auch immer random einen bekommen, erst nach zwei. Der rennt nicht auch klein rum? Hey! Ja! Nee. Nee? Nee. Wer bist du hier vor mir? Wer bist du? Wer bist du? Peter? Muss leider auch. Beim nächsten Stream bin ich länger dabei, aber alle Hebel gleichzeitig ziehen. Aha, also doch. Haha, Hupe! Geil! Ja, Pana rennt hier echt wieder nur mit dem Stuhl rum, Alter. Hoppla. Für Nakio. Für Nakio, ja. Ey, was soll denn das? Das ist eine wichtige Tür. Es macht da Scheiße, pass auf. Jo. Der Pana nur am Durchdrehen, Alter. Wir brauchen eine Einserkarte. Was ist denn kaputt bei dir? Ja, ja, zur Tarnung ist mit Stühlen gegen Fenster. Warum macht ihr diese ganzen Puppen hier überall hin? Kannst du mir das beantworten? Du bist doch der Nachbar. Warum macht ihr die ganzen Puppen hier hin? Hier ist noch eine Zweierkarte, Leute. Hier, ich kann nicht mehr tragen. Da. Was war das? Ich bin nicht. Hat jemand noch was frei? Hier oben, Schlüssel? Hier? Mit der dreht sich der Fall durch. Oh. Meter voll in sein Element, ja. Das ist gruselig, Alter. Was ist denn das für eine Karte? Was hier hast du, na? Oben.
Ihre. Mit seinem komischen Sitzkissen, ey. Ja, der Japaner ist es, der kommt mir nicht so ganz koscher vor. Ich danke dafür erstmal. Auch schön, dich kennenzulernen. Ich glaube, Japaner sind da generell nicht so sauber im Kopf. Die ja, auch noch immer. Die Tür zugemacht, ey, unglaublich. Ich habe noch eine Einserkarte. Ja, hau auf den Schuppen da auf der anderen Seite. Ihr. Das war eine Frage. Eingangs. So, nee. Das war eine Frage. Wo ist eigentlich Crazy? Ich bin hier. Oh, das ist hinter mir. Ich suche eine Zweierkarte. Ich habe eine Zweierkarte. Aber wir brauchen eine Einser. Hatte ich vorhin eingesetzt. Der Japaner hat sich von seinem Stuhl getrennt. Ich glaube, er ist krank. Aber oben kommen wir nicht hin, weil. Hier. What the fuck? Die brauchen eine Einserkarte für die andere Seite. Wo holt er denn immer diese Sitzkissen hier? Oha! Wer macht denn hier die Dinger einmal? Ja, dreimal das Raten hier, der Japaner. Das ist der Japaner, Alter! Konnichi Bomber, Alter! Ja, den noch hat, der keine Einserkarte? Nein. Lass mich doch in Ruhe, ey! Lass mich in Ruhe! Jetzt lass den Stuhl da liegen! Wer hat meinen Polster? Wo sollst du hin? Hocker geklaut. Alle auf den Japaner! Liegt Schlüssel drin. Was? Der ist ein roter, den brauchen wir nicht. Ich hatte zwei rote. Du hattest? Ich sag, wo sind die? Zimmer! In Japan kriegen wir nur. Ihre! Im Stuhl! Ah! Warum denn da? Oh Mann! Mich in Ruhe! Phil, wir können nach oben! Nice! Nachbar, müsstest du mal so langsam aktiv werden, Alter! Der Dach ist offen! Lass mich bitte am Leben! Crazy, warum hast du gerade so komisch gestöhnt? Der wollte mich gerade umbringen, glaube ich. So ein Stuhltyp rumrennt. Kenn ich. Achso, ja, kann ich gut verstehen. Der geht mir auf den Sack. Hier. Ich hab jetzt die Macht des Polsterhockers. Scheiße, hier ist noch ein. Phil. Alter. Phil. Auf dich gefallen. Wie geht das? Wie hast du das gemacht? Ich hab hier was oben denn? Drauf geworfen. Der ist runtergefallen, hat dich getroffen. Ich hab nichts mehr frei. Who let the Scheiße auf die Wand? An, verdammte Gräber hier. Ich hab noch eine Zweierkarte, wo kann ich die einsetzen? Ah, leckter Huso, Alter. Ihre. Das ist crazy! Hört mich jemand! Wo bist du? Wer? Ich hab mal was von crazy gehört! Es ist crazy, es ist crazy, es ist crazy, es ist crazy, es ist crazy! Stuhl!
Unter mir hat sich was verwandelt. Auf in die Jagdmeter, los! Er macht es! Scheiße mit Reis. Was los? Crazy ist es. Ich hab's genau gesehen, wie er den Generator benutzt hat. Unglaublich. Den auf dem Dach oder wo? Ja, den auf dem Dach, direkt vor mir. Irgendwo. In der Küche! Schaffst du schon. Cool. Brauchst du Hilfe? Was denn, ja oder nein? Oder hast du tot? Aua. What the fuck, Mann? Abgestürzt. Peter, was machst du? Danke, danke. Abgestürzt. Oh, jetzt sind wir mir. Ach du Scheiße. Wo bist du denn? Komm hoch aufs Dach. Okay, erstmal die Tür versperren. Rosetta, Leute! Hallo! Meine davon. Ja, sicher. Sieht denn crazy aus? Was ist er denn für ein Kind? Der ist Packer. Der Packer, okay. Er ist immer der Packer. Ja, ja, genau. Hab was verwandeln gehört. Flieht, meine Kinder, flieht. Wir brauchen zwei goldene Schlüssel nur noch. Ich höre den Bass. Wir bleiben hier und sind sicher. Ja, das kackt ja, denn ihr wird der Nachbar. Wir wissen aber, wo er kommt. Dann nehmen wir den anderen Ausgang. Ah, gut zu wissen, was der Vogel Tiki Kate hat. Der macht wieder seine Vergasungstaktik. Die wir uns vorher und brauchen zwei goldene Schlüssel, Leute. Nur noch zwei goldene.
Wo ist unser Volk der Japaner hin? Ich fühle mich so allein. Ja. Anna, komm mal mit! Nein, ich tue das vielleicht so. Wo bist du hin? Hier, hier, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Ist hier irgendwo der goldene Schlüssel? Was? Ist hier irgendwo der goldene Schlüssel? Ja. Der war bei mir schon mal weggepackt. Ich hab ihn in der Hand durchgewählt. Na, da oben liegt nichts mehr, nur 10 blaue. Mich das tot. Scheiße. Du Sack.
Der campt an. Was ist da los bei dir, Alter? Kleine Mistmade, komm her! Niemals! Irre! Ach, komm schon! Das gibt's nicht! Nein, das gibt's nicht. Da hab ich die Verfolger ausgenutzt, ja. Haben sie gut gemacht, ey. Ah, das war knifflig. Alle reingehauen. Ja. Das war knapp. Ey, Alter, ich habe ja nach Japan, aber das ist hier Zeit bis zum Umwinken. Länger wollte ich nicht mehr aufhalten. Ich dachte, du holst ihn. Du oder Meta dachte, ich holst ihn. Meta war doch schon tot. Ich hatte zwei geholt. Als erste, ne? Ich hatte zwei goldene Schlüssel dabei. Da ist er. Ah. So, ich bin dafür aber raus. Jo, Dizzy. Schönen Abend noch. Viel Spaß bei Star Wars. Schönen Abend. Jo, danke dir. Tüdelö! Schön, dass du da warst. Adieu! Juhu! Haben wir 6? Nein, der ist drin. Okay, cool. Hi! Wir brauchen jetzt aber immer noch einen Spieler. Ja, Joe müsste ja bald wiederkommen. Eigentlich schon, ja. Joe, was ist los? Ist noch Joe, das zumindest im Chat. Die ist im Chat. Chat, achso, okay. Und hi, Culture. Hi. Wie geht's? Sehr, sonst okay. Okay. Du bist hier richtig, wenn du müde bist. Ja, ich werde ein sehr leichtes Ziel sein. Kann ich ja, also da hat mir gerade schon fast leid, den Meter zu schnappen. Ich halt einfach ja, aber er ist halt auf den Leim gegangen, ne? Ja, richtig. Achso, ja. Die Joe ist jetzt erst. Wow. ja. Auch gut. Die hat die Kartoffeln erst noch gezüchtet, verstehst du? Ja, die hat immer irgendwie so, ja, immer so viel zu tun hier. Ja, dann macht mal ready, dann machen wir noch eine ohne Joe. Ist da denn jemand anderes aus dem Chat oder so oder von den Zuschauern möchte gerne mitspielen? Einfach kurz im Chat melden. 25 Euro pro Kopf. Ein Platz haben wir noch frei. Oh. Großmütterchen. Oh ja! So, ihr habt jetzt zwei Packer in der Runde, ne? Seid euch dessen gewiss. Dann lass uns mal zwei packen. Scouts. Guck mal, links ist ein richtig schönes Muster. Und Meter so in der Mitte der Schläger. Ich krieg euch alle. Einmal habe ich den übergebraten mit Baseballschläger, ne? Wollen wir jetzt so Dings immer ausprobieren? Nö. Weil das wird dann hier auch meine letzte Runde sein. Hat das Spaß?
Wie kommt es, dass das deine letzte Runde ist? Ich hab da... Oh, ey, dieser Japaner, Alter, hält mir auf den Sack mit die Scheiße. Nee. Wer macht denn immer so früh? Oh. Du siehst nichts! Ah! Wer ist denn jetzt hier festgebackt? Leute? Au. Ich bin festgebackt. Ich hab Plan, wenn man sich bewegt. Ja. Kann ich jetzt hier wegkriechen? Jo. Nee. Schissel. Dann muss ich der Killer mal schnell packen. Ich hab meinen Spaß in der Zeit. Warte mal, lock mich doch mal aus. Jetzt da rein. Kann das sein, dass immer der Spieler, der dazu zum Nachbarn wird? Nee. Nein. Scheiße. Ja, ich. Was habt ihr denn? Wow. Achso, du packst fest, wa? Ja, pack mich mal kurz und lass mich wieder laufen. Das ist ja voll. Ja, das geht nicht. Na doch, warte mal. Ja, wirf mich den da gleich ab. Wirf mir ab. Nee, er ist festgepackt. Ich konnte mit dir nicht mehr laufen. Ah, was? Ich konnte nicht mehr mit dir laufen. Ich bin gerade selber festgepackt. Dann schnapp mich mal. Ey, hört auf mich zu töten. Ich bin festgepackt, ihr Deppen. Lass mal, Leute. Ich pack mich mal. Macht auf Mitleid, der Nachbar. Geht nicht. Er ist auch festgepackt. Ich bin auch festgepackt. Ja, tötet lass mich. Der kann ich euch weiterjagen, ihr Deppen. Lass doch mal den Nachbarn jetzt in Ruhe. Lass mal den Nachbarn in Ruhe. Versuch mal, mich zu packen nochmal. Ich komm nicht an dir ran, du bist zu weit weg und ich back hier gerade in der scheiß Tür. Dann lockt mich mal kurz aus, Leute. Wer bist du, Gerda? Lockt mich komplett aus. So, versuch mich mal jetzt zu packen. Ich komm nicht an dir ran, du bist zu weit weg und ich back hier an dieser verdammten Tür fest. Ja, ich komm ja auch nicht weg. Was ist das für eine Scheißecke? Ja, tötet mich, dann töte ich euch. Los, macht das. Ja, töte mich. Oh. Voll übel. Au! Nee, ich komm nicht weg. Entschuldigung. Ey, lol! Jetzt hat die Tür zugemacht. Der Panische ist schlau, der ist nicht festgepackt, ja. Okay. Nein, die Tür! Wer hat die Tür zugemacht? Helft mir, ich bin der arme Nachbar, ich bin festgepackt. Aber jetzt hat er mich festnehmen können. Mist. Crazy, bist du jetzt draußen? Jetzt frei? HKO! Ich komm hier nicht weg, kannst du verrecken. LOL! Komm ich hier nicht weg. Nee. Ey, wer auch immer die Tür geöffnet hat, hat mich gerettet. Bin ich weg. Au. No way. So, jetzt habt ihr gehört? Wer auch immer die Tür gerade geschlossen hat, der hat mich gerettet. Ich kann mich wieder bewegen. Nee. Ich kann nur nicht drüber laufen. Leider nicht. Was ich richtig heile. Ich heile dich mal, Crazy. Ja, das haben wir schon dreimal gemacht. Haben wir schon probiert. Vielleicht wird er von der andere. Ich kann nicht. Ich konnte helfen. Wartet mal, tut mal nichts. Tut mal nichts, tut mal nichts. Nimm mich doch mal hoch. Aus jetzt. Aus. Kannst du jetzt gehen? Nee. Warte mal, kipp dich. Schlepp mich mal ein Stück weit weg. So, jetzt loslassen. Nee, der kommt auch nicht weg mit dir. Ich komm auch nicht weg. Hä? Dann pack mich. Probier's nochmal, Panischer. Probier's nochmal. Ja, aber mit ihm luft ich auch ganz lahmarschig. Ey, Typ, ich nehm mir deinen Stuhl gleich weg. Wirf mal. Kannst du jetzt? Kannst vergessen. Hä? Komplett. Kannst dich pack mich bewegen? Komplett. Lass mich verschwinden. Kannst du dir mal alles an den Kopf, ey.
Lass mich verschwinden. Ja, ehrlich, lass mich verschwinden. Nee, das ist mir nur zu leichte Beute, das mache ich nicht. Also, ja. Nee, das ist schon, das hat mich schon bei Metaleit getan. Sag mal, ich tu dir doch gar nichts, Mann. Was ist los bei dir, du Sack? Hey, aber lass mich, ich muss werfen üben. Nee, keine Chance, ich bin, Warte mal. Ich bring dich mal aus dieser Ecke raus hier. Wurf mich mal, warte mal, ich muss mal kurz heilen. Wurf mich ab und zu mal ab. Ich versuch dich mal aus der Ecke rauszubringen. Mann, ihr sollt mir abwerfen, weg, ein bisschen in die Luft bin mit in ihr Spaten. Mit mir springen kannst du nicht, ne? Nee. Ich lauf auch ganz schön lahmarschig mit dir. Wartet, nicht? Ey, die Musik macht einen total kirre, ey. Das wär's mal heilen, ja. Ey. Die Mongos, die werfen ja Müll zusammen. Aber ich das bin denn gar nicht. Ich hab ein Zittern. Mein Kara zittert die ganze Zeit. Als hätte ich vorhin. Ja, das liegt daran, dass er hier neben uns steht, glaube ich. Wirf! Hat keinen Sinn. Pack mich, lass mich verschwinden und dann spielt ihr die Runde zu Ende. Dann kann ich eh pullern gehen. Also passt schon. Spaß. Ja, also kommt einfach, mach ihn weg und dann blockiere ich die Tür aus Versehen. Go, Punisher! Aber warum du? Den Japaner holt mir jetzt. Ich hasse ihn mit seiner Scheißwegelagerei. Da könntest du mir den Gefallen tun, mich bitte verschwinden lassen. Die Musik geht mir langsam voll auf die Ich würde es ja gerne. Es sind Haufen Vollhongs, ja, die mich umbringen. Nein, überhaupt nicht. Ich bin schon fast tot, Mann. Komm, du Clown. Na jetzt, jetzt steht hier Crazy so alleine. Ich kann ihn noch nicht hier anders. Doch, der soll mich jetzt einfach verschwinden. Haut ab jetzt hier, Säcke. Ja, jetzt lass doch mal bitte. Haut ab. Den Crazy töten, bitte. Ich hab jetzt gar nicht nach dir geworfen, Junge. Du arme Sau. Einfach verschwinden lassen. Ja, kann passieren. Tut's mir echt leid, Mann. Ja, schöne. Aber wieso ist er denn genau hier festgebackt? Gerade hier, Alter. Was ist das für eine Kacke? Das war ein ehrenloser Kill. Was? Warum ist denn hier noch keine Tür offen? Was geht denn mit uns hier? Ja, ihr habt euch ja gerade mit Crazy beschäftigt, wie die Opfer. Wie die Opfer? Naja. Mach die Tür auf, ich mach gerade nichts, ich bin Frankly, Mann. Wie wir uns alle gegenseitig abwerfen und dann halt, weißt du? Ich hab die Frankly. Mir leckt aber auch gerade das Game irgendwie ein bisschen bescheuert. Wenn ich den Crazy angehoben habe, leckt das so komisch. Erklär mir das. Hier ist noch keine Tür offen, ne? Hey, Leute, wir haben ist keine Tür offen. So, wir gehen jetzt da raus. Mach den Scheiß da auf. Ich mach nichts. Mach die Tür von dort ab. Mann, ey, wie ich diesen scheiß Japaner-Typen hasse. Ist nicht witzig.
hier war schon jemand. Ah! Oh nein, ich laufe dem auch noch in die Arme. Ich hab da noch einen. Oh. Moin. Kannst du auch mal raten, was hinter der Tür steht? Ich geh mal da rein. Ah! Hier. Er ist da, er ist hinter der Tür. Ich will nur hören, wie er sich abfuckt, weil die Tür wieder versperrt ist. Wieso wie gibt es, dass der so schnell da ist? Gibt's doch gar nicht, der ist so schnell hinter mir her. Gott ist über mir.
Peter? Peter? What the fuck, du lebst noch? Ja, ja. Du bist tot. Nee, nee, ich hab ein paar Mal einen von den Latz geknallt. Ja, ich hab ihn. Komm her. Komm, hier müsste irgendwo eine Karte drin sein. Komm rein. Los. Ja, wo? Wo? Ja, 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 ah, hau rein. So. Noch eine Sekunde. Sind wir die Einzigen, die es noch gibt? Ja! Okay. Ja, was hier los ist. Ja, hier ist falscher. Falscher Beschrein, ja. Karte, komm mit. Ah, da ist eine Karte. Was ist das, ey? Auf eine Einzeltür. Oh, fick die Hände. Ah, fuck, das habe ich verdient. Oh! Raus, weg! Alles gut. Schlüsselkarte. Ah, endlich. Mein Hocker. Die Hocker sind besser zum Werfen. Ja, die werfen sich sehr schön. Aber ich blockiere gerne die Türen. Ich auch. Kommt, glaube ich, um das Dach. Das ist eine Dreier-Tür. Entschuldigung, ich habe eine Zweierkarte. Ach so. Das ich auch nicht. Dann kann ich nur die hier nehmen. Hauptsache auf. Ah. Der muss so wütend sein. Oh. Das ist eine Banane. Ach, da ist der Rabe noch.
Okay. Meter? Ja, 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 ich habe ihn erwischt beim Aufladen. Diesen Horror. Wo bist du? Ah! In der Falle! Da, hey, aus dem Fenster, aus dem Fenster, aus dem Fenster, aus dem Fenster! Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert, ich bin blind. Raus hier! Da, durchs Fenster, durchs Fenster! Wieder durchs andere Fenster, genau! Los, 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 weg hier! Los, los, los! Ich jetzt! Bist du mir nicht auf? Also. Dort hin. Thank you.
Go! Töte ihn! Basic Instinct. Wir haben nur noch eine Minute. Komm, wir haben verloren. Wir haben verloren, ey. Den einen Schlüssel, den ihr braucht, ich weiß, wo er liegt. Wir brauchen nur noch drei. Ja, weiß ich ja. Deswegen ja, ich hab gut auf Zeit gespielt. Nee. Japaner, ihr hören hier nicht rein, hau ab. Ich brech die Tür auf. Na, zählt ihr die Zeit schon runter? Ja. Akeo. Kommt schon, bringt euch gegenseitig um, belustigt mich. Ja, gibt's mir. Los, Junge. Guck mal, Stuhl. Leg dich nicht mit uns Kindern an. Pack dir den Stuhl an der Sack. Ihr habt dennoch verloren. Gekriegt habt ihr mich nicht. Rausgekommen seid ihr auch nicht. Ist das ein Hexenspiel, Alter? Alter, habt ihr mir Punkte gegeben? Danke für 100 Punkte. Lang, bitte. Das ist... Ufa. Ist Alter, das ist so B1, Alter. Ja, im Prinzip sind 30 Minuten das, was ihr euch retten könntet. Du kannst noch mehr öffnen als nur die Schubladen. Du kannst auch die kleinen Wandschränke und die Sarkophage und so. Du bist an so vielem vorbei, ohne einfach zu schauen. Ja, das ist so. Ich nehme das nicht zuerst alles. Ja, aber dann gewinnt der Nachbar, weil es geht ja nicht darum zu überleben, sondern die Schlüssel zu finden. Mir geht es ums Spielen an sich. Ich muss nicht unbedingt. Okay. Okay. Ich habe nicht diesen Wettbewerbstrieb. Nee, aber man will ja fürs Team, dass das Team gewinnt, ne? Also nicht der Nachbar. Mir geht es darum, dass ich dem Nachbarn Hocke um die Ohren werfe. Ja, das ist, dass du den Nachbarn gesucht hast und nicht Eddie, ja. Das da, schau, was unter meinem Namen steht. Da steht nicht Kartensucher, da steht Kämpfer. Das ist ein Argument. Aber es ist wahr, ne? Er hat seine Pflicht ausgeführt. Du bist also der Bodyguard von den Schlüsselsuchern, ich verstehe. Das haben der Romatsch und ich so praktiziert, ne? Er hat die Schlüssel gesperrt und ich lief mit zwei grünen Plüschhocken neben mir her. Wir haben dir zugeguckt, Meta. Du warst die ganze Zeit unter Beobachtung. Ich war's nicht. Aber habt ihr gut gemacht, ihr Beda, Alter. Ich muss mal richtig kämpfen, um mir was einfallen zu lassen. Die Tür. Ja, am Ende habe ich mir die japanische Nummer genommen mit den Stühlen. Ja, ich weiß, eine erste Stunde. Die japanische Nummer hat da nicht gesagt. Das war witzig. So, Manni, möchtest du noch mitspielen? Komm, Manni. Manni, Joe. Ja. Das war für mich die letzte Runde. Japanischer. Was? Ja, ich sollte eigentlich auch schon seit halbwegs sein. Ja. Türen. Was war jetzt? Das war jetzt zu viel. Ja, der Manni soll reinkommen. Ich werde mich auch verabschieden, weil ich kann später wieder dazukommen. Kommt drauf an, wie lang gespielt wird. Aber ich muss jetzt auch mal weg.